Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Motorsportfans, hier zur UFL zum 9. Rennen in Ungarn. Und Ungarn ist eine sehr spezielle Strecke. Sie ist nicht weniger einfach als Spanien, was die Reifen betrifft. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Jungs hier da zurechtkommen. Bin auch gespannt auf die Strategien. Es ist möglich, hier einen Stopp zu fahren, auf jeden Fall. Die Frage ist halt, mit welchen Reifenkombinationen sie das machen werden. Da bin ich gespannt. Geht einiges, also so wie sie es angehört hat im Chat, gehe ich jetzt eher von zwei Stopps aus, aber wie gesagt, der ein oder andere kann auch wieder tief gestapelt haben und ja. Also, da müssen wir abwarten, was passiert. Also, die üblichen Verdächtigen werden wahrscheinlich wieder vorne irgendwo stehen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wer heute vielleicht ein bisschen für Furore sorgen kann. Ich sehe gerade, der. Doch, der ist da. Also wie gesagt, Carmo, Marvin, Pave, Nico, das sind so die üblichen Verdächtigen. Und wie gesagt, es kann immer jemand da vorne reinrutschen. Also wie gesagt, es liegt auch ein bisschen mit an der Strecke, denke ich mal, bei dem einen oder anderen. Deshalb müssen wir abwarten, was passiert. Ich schicke das mal kurz hier rein. Zack. Blub. Das ist auch erledigt. Und wir warten jetzt, bis es startet. Also, es wurde erst nach hinten verschoben auf 20:15 Uhr, dann doch wieder nach vorne auf 20:10 Uhr. Also, schauen wir mal. 16 Fahrer sind gerade da, das heißt, es fehlen noch zwei. Eigentlich sollten wir 17 sein. Somit wird das Q1 dann auch relativ spannend, denn. Zwei werden dann ja rausfliegen. Ich hoffe natürlich, dass hier die beiden fehlenden dann noch auftauchen. Ich weiß jetzt nicht, wer fehlt. Ich weiß nicht, wer genau abgesagt hat. Na, ist auf jeden Fall noch mal einer gekommen. Der Julian. Das heißt, einer fehlt noch. Stand jetzt würde halt einer rausfliegen. Und hier. Julian, Birdie und Falkberg sowie Master haben bei mir eine etwas schlechtere Leitung, aber das kann natürlich auch nur bei mir sein. Bei anderen kann das natürlich schon wieder ganz anders aussehen. Carmo reiht sich da auch ein bisschen ein bei mir. Ja, wie gesagt, das ist bei mir. Das kann auch bei jemand anders aussehen. So, Fahrer soll lassen, Vettel kommt nach. Okay, also, wir lassen es so. Vettel kommt wohl gleich nach. Mal schauen. Der muss, glaube ich, das Update runterladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen, kommt der wohl zum Rennen nach. Je nachdem, ob er es rechtzeitig schafft. Knappe Stunde hat er. Epito und Escalation sind am Start. Moin, Grüße gehen raus. Und Epito sagt hier, ich hoffe auf ein spannendes Rennen. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Wie gesagt, also ich glaube schon, dass das spannend werden kann hier. Denn wie gesagt, Ungarn ist jetzt auch nicht unbedingt leicht. Vor allen Dingen dann im Rennen. Es ist auch eigentlich sich wichtig, hier gut zu positionieren, weil, wie gesagt, im Rennen ist es schon schwierig zu überholen. Also, Ungarn ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, für krasse Überholmanöver so an sich, weil, wie gesagt, es gibt kaum Stellen, wo man vernünftig überholen kann. Kurven sind sehr eng, die Straßenführung ist sehr eng. Also, ja, wie gesagt, also viele Angriffsmöglichkeiten hat man dann nicht. Klar, wie immer die erste Kurve auf jeden Fall, dann die nach der zweiten DRS-Zone die Kurve
Geht auch auf jeden Fall. Ist auch ein Punkt, wo man gut überholen kann. Ja, und dann, wenn man zum Schluss schon in den dritten Sektor kommt, da unten in der Kurve. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Na, ich werde sie euch nachher zeigen. Da werde ich das nochmal erwähnen. Wie gesagt, da kann man eigentlich auch ganz gut überholen. Aber wie gesagt, es gibt halt, es sind nicht so viele Stellen. Also direkt jetzt irgendwie mit dem Duell über mehrere Kurven ist hier auch schwierig. Wie gesagt, die Kurven sind eng und jedes, ja, Rausdrängen oder sonstiges wird wahrscheinlich auch Zeit kosten. Und wie gesagt, nebeneinander herfahren in viele 19, okay, also doch 19 Fahrer einstellen. Wieso 19? Kommt 2 nach, okay. Und die geile Mod ist auch am Start. Hallo, hallo, schreibt da. Ja, moin, moin, Grüße gehen raus. Schönen Namen hast du heute. Great Kitten heißt die geile Motte. Da hat. Hier, sag schnell. Xbox. Einen schönen Fehler bei ihm eingebaut. Und somit heißt er heute Great Kitten. Es wird wahrscheinlich sein erster Name gewesen sein. Okay, deiner wird für anstößig gehalten. Okay, da muss das aber jemand gemeldet haben. Motte, das muss ja jemand gemeldet haben, wenn dein Name so untersucht wird, quasi, dass du den verlierst. Und ja, da würde ich aber Xbox auf jeden Fall sagen, dass sie dir, da würde ich den Support irgendwie mal kontaktieren und auf jeden Fall einen kostenlosen Namenswechsel, also. Der muss ja dann wohl drin sein. Ich meine, da kannst du ja nichts für, wenn das jemand als anstößig findet. Ja, wie gesagt, also da kannst du ja nichts. Ja? Okay, geile Motte ist also anstößig. Na gut. Lassen wir so im Raum stehen. Ist anstößig. Heute war keiner mehr da. Ja, welcome to the Xbox Support. Hätte ja in Amerika anrufen können. Braping am Start, Motte Vamos. Und Escalation schreibt, Support ist nur unter der Woche da. Also wirst du morgen wahrscheinlich keinen Erfolg haben, Motte. Das heißt, du musst ja an diesem Wochenende unter dem Namen Great Kitten fahren. Das ist ja mal. Und Escalation schreibt. Samstag bis 20 Uhr Schrift gesagt, Motto noch. Und das Gleiche schreibt vor allem, ich finde Great Kitten einfach göttlich, den kannst du behalten. hat schon irgendwie was, ja, aber die Zahl dahinter ist halt einfach völlig. Aber Great Kitten hat schon was. Aber was soll Kitten he was auf Deutsch bedeutet? Also Great, ja, klar, aber Kitten? Weiß das einer? Ich komme da jetzt irgendwie nicht drauf. Also, ich bin da gerade irgendwie out of order. Und noch sehen wir die schöne Boxengasse ohne Sound, ohne alles. Aber da scheint Sound zu kommen. Das ist ja schon mal sehr schön. Sound in Q1. Sehr nice. Jetzt noch ein Wetterbericht. Und der Tag ist fast gerettet. Ja, 19 Fahrer, 2 kommen noch zum Rennen nach. Das heißt, jetzt hier in Q1 werden wir uns auf jeden Fall von einem Fahrer mindestens hier verabschieden. Es sei denn, es verabschieden sich noch mehr hier in Q1, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Wir wollen natürlich den Fight auf der Straße sehen und schauen, wer hier mit seinem Können weiterkommt in Q2.
Aber wir können sicher sein, ab Q2 wird es dann richtig hier Schlag auf Schlag gehen. Vor allen Dingen auch was die Zeiten betrifft, denke ich. Dann wahrscheinlich auf den Mediums in Q2. Und wir sehen gerade einen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es. Ach, Kätzchen. Achso, ja, Freshdachs. Moin, moin, Grüße gehen raus. jetzt habe ich schon vergessen, wie ich den Namen aussprechen soll. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal nachgefragt. Ich glaube, RQ war das. Wetterqualifying bewölkt, Rennen klarer Himmel. Okay. Sehr gut, danke, Motte. Und danke an Freshdachs für die Information, dass Kitten Kätzchen heißt. Aber ich dachte, Kitty heißt Kätzchen. Heißt nicht eigentlich Kitty Kätzchen? Kitten ist doch. Ich weiß nicht, oder ist das eine andere Form? Also irgendwie Vergangenheitsform oder irgendwie sowas hier. Plusquamperfekt Futur 2 oder sowas. Irgendwie so ein Great Kitten Scheiß hier, wollte ich gerade sagen. Nein, irgend so ein krasser Scheiß. Und Great Kitten, aka Motte, ist auch schon mal rausgefahren. Genau wie Timmy. Und ich denke, wir können die Reifen wegmachen. Können wir nachher mal kurz reinschauen, kurz vor Ende, ob da sich irgendjemand mit anderen Reifen qualifiziert hat. Es sei denn, wir sehen es so schon. Und hier die Stelle, da kommt jetzt der RQ drauf zu. Die Stelle meine ich, hier kann man vielleicht auch noch ganz gut überholen, aber wie gesagt, es ist nicht einfach. Und Marvin schreibt, erstmal Grüße gehen raus, schön, dass du da bist. Nach dem Rennen gehe ich erstmal schwimmen in Ungarn im Wasserpark nebenan. Ja, stimmt, hier ist tatsächlich ein Wasserpark in der Nähe von dem Kurs hier. Ist ja auch nicht unweit von Budapest entfernt, der Hungaroring. Ich glaube, ich war Budapest, glaube ich, ne? Oder ist das überhaupt eine Stadt in Ungarn? Ich weiß jetzt gar nicht. Doch, ich glaube, war Budapest. Und jetzt kommen wir zu einer der schwierigsten Stellen hier auf dem Kurs. Genau diese Kurve. Ich finde sie besser zu fahren im 19er. Im 18er war es da schon teilweise ziemlich risky, wenn man da die Kurve halt vernünftig schnell nehmen wollte, ohne halt großartig Zeit zu verlieren. Das war schon immer ein ziemlicher Balanceakt, was auf der Strecke bleiben oder Abflug bedeutet. Und hier rutscht der RQ ein bisschen um die Kurve. Da ist ein bisschen das Heck ausgebrochen. Entweder hat er da den falschen Gang gewählt, hätte ich nicht drauf geachtet. Und 1.16.7 hier von RQ. War der Kurs wirklich so schnell? 1.16? Tatsächlich? Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie schnell der Kurs war. Und auf Motte. Hier mit einer 1.18.0. Und Timmy kommt jetzt auch hier gleich um die Ecke. Der langsam mal so ein richtiges Erfolgserlebnis braucht. Ich glaube, der hatte jetzt in den letzten Rennen ziemlich viel Pech. Und ich glaube mal, so ein richtiges Erfolgserlebnis würde ihm ganz gut tun. Und hier mit einer 1.17.3 erstmal auf Platz 2. Ja, wie gesagt, den würde, glaube ich, mal ein richtig. Ja, so richtig mal unter den Top 5 oder so. Ich glaube, das würde ihn mal richtig, richtig gut tun. Und ich glaube auch, dass er das Zeug dazu hat, hier mal unter die Top 5 zu fahren. Die Frage ist, auf welcher Strecke. Und Falkberg jetzt hier auf der schnellen Runde. Schön sauber mit der neuen Lackierung von Monza. Sehr schön. Und Neon geht auch auf die schnelle Runde. Ich weiß jetzt gar nicht, was da so viel anders ist. Mich sieht da immer noch gleich aus. Na gut, und Timmy hat da gerade Platz gemacht. Und vor Falkberg taucht ein Master auf. Ein Level Master. Oh. Eieiei, das kann man ein bisschen besser lösen, glaube ich.
Das kann man besser lösen. Also, ja, ich denke schon, dass da der Falkberg ein bisschen Zeit verloren hat. Das wird ihn schon gut auch irritiert haben, das Ganze. Und Falkberg kommt trotzdem über die Linie mit einer 1.18.0, setze ich damit vor den Great Kitten. Elpito sagt kein DRS. Danke, Codemaster. Ja, kein Codemaster ist jetzt ja nicht viel. Das ist ja dein Team. Ich meine, ich habe auch schon im Qualifying kein DRS gehabt. Und Neon Force jetzt hier mit einer 1.16.9 reiht sich hinter RNQ ein. Ich glaube, da müsste auch gleich sein Teamkollege, der Pave, kommen. Kommt da. GT-Duellin mit 1.15.8 ist damit ein neuer Spitzenreiter hier mal fast eine Sekunde schneller als RNQ. Level Master im zweiten Sektor. Wir schauen, Black Panther kommt jetzt hier gleich über die Linie. Mit 1.18.5. Reiht sich damit noch hinter Motte ein. Great Kitten. Master. Was macht Level Master hier? Ja, ich kann das jetzt gerade noch nicht ganz so einordnen, wie schnell die Jungs wo sind. Müssen wir mal ein paar Punkte einprägen, damit ich das weiß, wie schnell man ungefähr irgendwo sein muss. Die schreiben alle, die haben kein DS gehabt. Ja, aber da kann Codemasters ja nichts für. Wie gesagt, das ist ja vom Spiel so. Ich meine, ich hatte das auch schon. Das ist ärgerlich, aber es ist nun mal so. Ich habe das auch schon im Qualifying gehabt, dass ich kein DRS auf einmal hatte, weil mein Flügel kaputt war. Manchmal hilft da auch dann, wenn man das kriegt, die Meldung, dass DRS kaputt ist, entweder weiterfahren oder sofort in die Box fahren. Und dann beheben die das eigentlich. Wenn man dann wieder rausfährt, ist es eigentlich behoben. Also hatte ich zumindest das eine Mal. Und einmal hat es auch gereicht, weiterzufahren. Also muss man halt noch eine Aufwärmrunde und dann die schnelle. Und Totti jetzt mit 1.18.222 hier auf dem siebten Platz. Marvin ist im dritten Sektor schon. Zeit geht gar nicht mal so schlecht aus. Und es wird 1.17.4, die ungültig ist. Also noch eine Runde für Marvin. Kommt Camo. Der bisher, glaube ich, die Saison seines Lebens hier hat. Also, ich weiß zwar nicht, wie er, ob er noch irgendwo anders fährt und wie er da so fährt, aber hier auf jeden Fall ist, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, die größte Überraschung hier in der Saison. Also, der hält da richtig gut mit. Und das bestätigt es halt wieder, dass den 19er einige in den Karten spielt, anderen vielleicht nicht. 1.16.2 hier von Camo. Und wie gesagt, er profitiert halt, glaube ich, von dem 19er Teil. Level Master hat dann 1.18.6. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ja, dann habe ich es jetzt nochmal gesagt. Braping schreibt, was sehen wir heute von Marvin? Ich denke, so wie immer wird er da vorne mitmischen. 1.16.7 jetzt hier von Marvin, ist damit erstmal auf P4. Und Elpito kommt danach mit 1.18.557. Das ist erstmal der 11. Platz. Jetzt kommt hier noch der Pizzawolf. Der jetzt aber auch nicht da vorne in die Riege reinfährt. Also sprich die 1.16er Zeiten. Und wir haben auch bisher nur einen 1.17er. Alles andere kommt danach mit 18. Aber Pizza Wolf macht jetzt auch eine 17. 1.17.7. Hinter Timmy. Nico ist rausgefahren. Und so langsam wird es hier hinten spannend. Birdie und Julian noch in der Box. Knapp 7 Minuten haben wir noch. Ja, Marvin. Marvin, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob er. Also, ich meine, wir wissen ja, er fährt
hier um Sports Qualifikation fährt er ja mit, also um sich da zu qualifizieren. Und weiß nicht, also ich denke immer, er müsste eigentlich viel besser sein. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob er hier wirklich volle Pulle ernst wirklich fährt oder ob er dann halt immer nur sagt, er fährt ernst. Und ich kann es halt wirklich absolut nicht einschätzen. Er ist auf jeden Fall ein starker Fahrer, definitiv. Also, aber er hat halt auch so auf manchen Strecken, glaube ich, seine Probleme. Also ich glaube nicht, dass er so allrounded ist. Also dass er wirklich auf jeder Strecke, ja, Top-Niveau hat. Kann mich natürlich auch täuschen, aber das ist jetzt so mein Eindruck, den ich bisher jetzt hier gewonnen habe in der UFL von ihm. Es gibt halt so Strecken, die sind halt so mehr oder weniger sein Kryptonit, auf so eine Saison gesehen, wo er wirklich schwächelt. Und ja, gut Pech in Frankreich gehabt, da hätte er eigentlich gewinnen müssen. Natürlich der Reifenplatzer, aber es gibt halt so Strecken, ich weiß gar nicht, wo das jetzt genau war. Jetzt muss ich gerade mal kurz meine grauen Zellen anstrengen. Aber ich glaube, Deutschland war das, wo er nicht ganz so gut aussah. Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass es so die ein oder andere Strecke gibt, die dann halt schon, ja, ihm nicht so liegen. Und es mag natürlich auch an anderen Umständen liegen. Sprich Unfälle oder sonstiges, aber warten wir es mal ab, was heute passiert. Also Marvin geht natürlich als der Top-Favorit hier sowieso ins Rennen, da er der WM-Führende ist. Und Nico jetzt mit einer 1:16:5 hier auf dem dritten. Und Birdie und Julian sind auch draußen. Birdie auf Outlap, Julian schon auf seiner schnellen Runde hier. Und dann geht's rund. Dann wissen wir, wer raus wäre zurzeit und wer auf dem heißen Stuhl sitzt. Und wir haben noch 4 Minuten 20. Jetzt geht's nämlich rund hier. Level Master kommt nämlich auch raus. Und LP2, Black Panther, Totti, die sollten vielleicht auch nochmal rausfahren. So sicher ist das nicht. Und Julian kommt jetzt über die Linie mit einer 1:16:7. Ist damit auf dem vierten hinter Nico. Ah, schlecht. Jetzt haben wir noch Birdie, der noch keine Zeit hat. Geht jetzt auf seine schnelle Runde. Ich drücke mal den falschen Knopf hier. So, das heißt, Master ist hier jetzt gerade auf dem Hot Seat. Birdie zurzeit noch raus. Fährt jetzt hier seine schnelle Runde. Auch er rutscht hier in der ersten Kurve doch weg, also ist nicht gedacht. Ui, und da der Fehler, das meine ich. Da ist er auf den Curb zu weit rausgekommen und somit hat dann das Heck verloren und das ist gefährlich hier auf jeden Fall, klar. Es bleibt gefährlich, auch im 19er. Auch wenn ich sagte, dass es jetzt im 19er meines Erachtens leichter zu fahren ist und besser zu fahren ist. Aber trotzdem, die Gefahr ist da. Und somit muss Birdie jetzt hier seine Runde wohl neu ansetzen. Und deshalb schauen wir mal kurz zum Level Master. Black Panther jetzt auch rausgekommen. Ray Kitten immer noch draußen. Bessert sich aber nicht. Oder bisher noch nicht. Und Master hier auch ein leichtes Problem in diesen S's. Hier auch sehr weit raus. Okay. Aber Master ist hier einen Tacken schneller als vorher und rutscht hier sehr weit raus. Legt da einen fast schönen Drift hin. Schöner wäre es, wenn er jetzt hier noch direkt gleich wieder auf die Strecke gefahren wäre. Aber die Reifen, lieber Master, kannst du ja schon knapp fast vergessen, also. Na, warten wir es ab.
Birdie hier mit 21,7 über die Linie gekommen, aber die wird da wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal toppen. Ersten Sektor knapp langsamer gewesen, aber jetzt kommt halt gleich dann die Stelle. Und Totti, Belpito auch rausgefahren. 1 Minute 25 haben wir hier noch. Und zurzeit Birdie raus, Master auf dem Hot Seat. Während Birdie hier 3 Sekunden schneller ist als vorher. In dem Part. Und jetzt hier Richtung Ziel fährt für die letzte Kurve jetzt hier. Da jetzt gut rauskommen. Und dann könnte das vielleicht reichen, um weiterzukommen. Da vorne ist die Linie, die Uhr bleibt bei 1:17:07 stehen. Das ist der 10. Platz. Das reicht. Der Master wäre jetzt raus und der Pito auf dem Hot Seat. Master ist hier unterwegs, aber langsamer als seine schnellste Runde. Und Black Panther gerade mit einer 1:16:04 setzt sich auf den dritten. Das sollte sicher sein. Somit El Pito auf dem Hot Seat. Immer noch. Und Master fährt rein. Das heißt, er ist auf jeden Fall raus. Da fällt Great Kitten auch rein. Das heißt, Master ist hier leider raus. Und wir schauen dem Totti zu, der hier gerade noch in einer schnellen Runde ist. Was macht der Pitu? Fährt der auch noch mal eine schnelle Runde? Auf frischen Reifen tut er wahrscheinlich. Hat er wohl noch nicht mitbekommen. Aber Totti hier schneller unterwegs. Steht ein Birdie, müsste das gewesen sein. Yep, so sieht's aus. Und so, Totti hier 7 Zehntel schneller unterwegs. Das heißt so 1:17:05 ungefähr. Das wäre bei Timmy und Pizza Wolf. Schauen wir mal, ob er da auch rauskommt, ob er den Vorsprung mitnehmen kann. 1:17:03 sogar, damit setzen sie vor Timmy auf Platz 9. Und ja, El Pitu will jetzt hier auch nochmal 6 Zehntel schneller fahren als seine vorherige Zeit. Das wäre so 1:17:09. Schauen wir mal, ob er das mitnehmen kann jetzt hier im letzten Sektor. Da kommt hier ein bisschen weit raus. Aber es wird 1:17:07 und damit erstmal auf dem 12. gelandet. Und ja, wie gesagt, sicher ist, dass Master raus ist. Der darf sich das Ganze jetzt von außen anschauen. Die Konkurrenz beobachten. Und nicht von ganz hinten starten, wenn die beiden Jungs da noch nachjoinen. Ich bedanke mich mal bei allen, die gerade zuschauen. Wir sind mal im zweistelligen Bereich hier. Ah, eben 14, jetzt sind es auf einmal wieder nur noch 11. Eieiei. Wir sind aber trotzdem mal im zweistelligen Bereich, das freut mich mal. Ist jetzt nicht so aufgegeben hier. Ich glaube, das könnte man an einer Hand abzählen. Totti macht das einzig Richtige, fährt über die Linie. Und somit gehen wir in Q2. Sind gespannt, welche Reifen ausgewählt werden. Also, ich denke, von den hinteren Fahrern, die jetzt, also bei den hinteren Fahrern sind, die werden wohl auch versuchen, mit den Softs eventuell da reinzufahren in die Top 10. Ich denke, hier vorne werden einige auf den Mediums versuchen, da sich zu qualifizieren für Q3. Aber Überraschungen gibt es immer wieder. Ich bin gespannt. Zeitspanne ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Von 1:16:00 sind knapp 3 Sekunden, 2,8. Alles schon sehr groß.
Atmen wir es ab. Und fehlt da jetzt jemand? Ist doof. Wer fehlt denn da? Hä? Jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Wer fehlt denn da? Ist doof? Leute, habt ihr aufgepasst? Ich hab jetzt gerade nicht. Irgendwie nicht wirklich aufgepasst. Ist denn da jetzt raus? Wir waren eben noch dabei. Mir fällt aber auch gerade auf, dass Schwarz-Gelb jetzt auch lange nicht mehr dabei war, der Teamkollege von Black Panther. Aber wer weiß denn jetzt eben? Check ich nicht. Hä? Weiß einer von euch, wer raus ist? Oder ist der da? Kann der sich mal melden? Also okay. Also 14 Fahrer auf jeden Fall. Noch immer da. Ich komme gerade nicht drauf, wer da rausgeflogen sein könnte. Der ist rausgeflogen, der ist noch da. Der ist auch da. So, Greg Kitten alias Motte geht auf seine schnelle Runde und wir sehen hier einige harte Reifen. Pace, Black Panther, Marvin, Neon auf den harten. Nico in der Box auf den harten. Also jetzt bin ich gespannt. Die haben wahrscheinlich jetzt im Q1 irgendwas gesehen. Und haben sich gedacht, okay. Die harten sind's. Mal schauen. Erstmal schauen wir hier Greg Kitten dazu, wie er auf den Mediums hier versucht seine Zeit zu setzen, um in Q3 zu kommen. Und Vettel ist beigetreten. Und Vettel hat die Session verlassen. Ja, sehr gut. Im ersten Rennen ist der Great Kitten, also geile Motte hier, eigentlich relativ solide gefahren und Pitstop hat auch gerade die Session verlassen. Was ist denn jetzt los? Und auch diese Zeit sieht eigentlich relativ okay aus mit den Mediums. Also solides Rennen auf jeden Fall da letzte Woche. Mit halt Band 1.18 ist gar nicht so verkehrt. Ich glaub, da kann man mit leben. War ja noch der Pizza-Wurf ausgefahren, aber jetzt bin ich schon wieder nicht mehr. Zweiter Sektor, erster Sektor, zweiter Sektor. Wir haben jetzt auch auf jeden Fall mit Falkberg alles auf dem Parkett hier. Und Falkberg ist auch der nächste, der kommt. Da kommt auch schon Neon, also war schon Opave ist aber vorher. 1.17.9 hier mit den Harden. War das schon stark. Schauen wir mal Falkberg, was macht der mit den Softs? 1.17.4.4.4, das reicht für den ersten. Und Neon kommt jetzt. 1.18.0 mit den Harden, ist auch nicht so verkehrt. Julian geht jetzt auf seine schnelle Runde. Marvin kommt da gleich. Marvin hier mit den Harden. Scheint noch eine Aufwärmrunde gewesen zu sein. Eine 1.21. Kann ich nicht glauben. So, Black Panther 1.18.3 hier mit den Harten. Also, kommt jetzt hier Schlag auf Schlag. Julian zweiter Sektor, Nico erster Sektor, El Pito kommt hier gleich. Der aber auch sehr langsam unterwegs. Der wird wohl auch noch eine Aufwärmrunde nehmen. Das heißt, Julian wäre der nächste, der hier kommen würde. Und das Falkberg da vorne jetzt mit den Softs ist, wird natürlich auch einiges verändern für andere Fahrer. Also wie gesagt, es ist jetzt natürlich die Frage, also ob diese 1.17.9 zum Beispiel von Pave auf den Harten wirklich reichen wird.
Wenn da der eine oder andere dann noch soft geht. Also das ist vielleicht sogar alle hinter Pave so zum Beispiel. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dann hat Pave ein Problem. Wenn er wirklich auf den harten starten möchte, dann... So, Julian hier mit 1,17,6 auf den Mediums. Und Nico sehr langsam hier. Und jetzt nochmal Schwung. Birdie ist im zweiten Sektor, Timmy ist im dritten Sektor, der dürfte als nächstes kommen. Und Marvin wieder in der Box. Pave und Neon wollen wohl nochmal eine Runde fahren, wie es scheint. Die haben das Gefühl, da ist noch eine Besserung drin. So, Timmy jetzt mit einer 1,18,0 auf dem fünften mit den Mediums. Camo hier im dritten Sektor, Totti jetzt mit einer 1,18,4 auf Mediums. Birdie 1,18,6 auf Mediums. So, Camo kommt jetzt hier wohl auch gleich nochmal. Auch der Black Panther ist noch eine Runde auf den harten draußen. So, Camo hier mit einer 1,17,5 auf den harten. Nicht schlecht. Das ist schon nah dran an der Softzeit von Falkberg. Was auch schon sehr krass ist. So, jetzt haben wir hier die beiden Ferraris. Aber da geht der Pave in die Box. Der Neon, der versucht es gerade nochmal. Eine Verbesserung. Und es wird eine 1,17,9. Somit jetzt vor seinem Teamkollegen. Und Nico mit der zweiten Runde hier. 1,17,5 ist damit zweiter. Vor Camo knapp. Und knapp auch hinter Falkberg. Und der Pito Pizzawolf war noch nicht da. Ich glaube, der Pizzawolf, ich schau mal schnell. Ich glaube, der ist auch gar nicht zurück in der Lobby. Deswegen lade ich den mal kurz ein. Wenn das gerade geht. Ne, geht irgendwie nicht. Doch jetzt. Ich weiß nicht, ob er wieder da ist. Ich lade ihn einfach mal ein. So. Ja. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben einen Softfahrer in den, zwei Softfahrer in den Top 10. Ne, gar nicht wahr. Ein Softfahrer. Entschuldigung. Die Great Kitten, geile Modder, hat auf die Softs gewechselt. Und wir haben 5 Fahrer auf den harten in den Top 10. Und 4 mit den Mediums. Also das wird noch spannend. So, und jetzt kommt der Marvin raus hier mit den Mediums. Das ist interessant. Also, dass Marvin hier mit den Mediums rausfährt, ist schon interessant, denn wie gesagt, seine Konkurrenz, was die Fahrerweltmeisterschaft angeht, sprich Nico Camo und Pave, die da die ärgsten Verfolger sind, sind auf den harten Reifen unterwegs. Genau wie der Neon, der hier gezeigt hat, dass er wohl mithalten kann mit denen da vorne. Also das scheint eine Strecke zu sein, auf der Neon gut klarkommt. Aber auch der Neon wechselt auf die Mediums. Ja, der erste, der gefährdet ist, was die Reifen betrifft, ist Black Panther und der ist rausgefahren mit den Mediums. Und Greg Hitten ist ja gerade auf dem Hot Seat, also der wird wohl auch nochmal rausfahren müssen. Muss man dazu ja auch sagen. So, Marvin jetzt hier. Geht jetzt auf seine schnelle Runde. Gespannt, was er mit den Mediums hier anstellt und an Q ist beigetreten. Ah! Ah! Der fehlt! Wusste doch, irgendjemand fehlt. Ja, das ist natürlich bitter für RNQ, der hier ja gut unterwegs war. Der jetzt natürlich auch von 15 starten muss. Wahrscheinlich. So, Marvin ist auf jeden Fall schneller schon mal als vorhin. Aber ich denke, der Fehler oder das Abbrechen wird jetzt hier gleich noch irgendwo kommen. Weshalb er da die Runde nicht schnell zu Ende gefahren ist, so wie man es vielleicht von ihm gewohnt ist. Oh,
Aber ich denke, der wird da so in die 1,17er-Riege reinfahren. Wenn nicht sogar schneller. Aber das sieht jetzt noch nicht nach so einer Runde aus. Eher nach einer zweiten Aufwärmrunde. Er fährt auch wieder in die Box. Also er hat jetzt noch 4 Minuten. 20, bin mal gespannt. Was da vielleicht noch von Marvin kommt, ansonsten wird er hier von ziemlich weit hinten starten. Auch Timmy kommt da nochmal raus auf seinen angefahrenen Reifen und Neon Force auf den Mediums. Ist sich seiner Sache wohl nicht ganz so sicher mit P6. Mal schauen. Aber erstmal Pizza Wolf hier, der wohl auch noch eine Aufwärmrunde nimmt hier oder irgendwo einen Fehler drin hatte. Relativ langsam unterwegs. 1,23,6 ist auch nicht gültig. Und jetzt Black Panther, der hier langsam unterwegs ist. Also entweder haben die Jungs hier irgendwie jetzt gerade Probleme. Aber kann ich mir gar nicht vorstellen, warum haben sie jetzt auf einmal alle Probleme? Von hier. Quer durch die Bank, ja. Also das ist ja nicht. Marvin hier noch nichts Gescheites hingekriegt. Der geht jetzt, ist jetzt auch wieder auf die Harten gegangen. Also irgendwie. Schauen wir mal weiter. Black Panther jetzt ja auch eine weitere Runde verbraten quasi. Deshalb gehen wir kurz mal wieder auf Pizza Wolf. Marvin kommt jetzt auch noch mal wieder raus mit den harten Reifen. Also, ja. Epito war noch gar nicht draußen. So, Pizza Wolf. Hoffentlich ist sie diesmal gültig. Doch gar nicht so schlecht aus. Also es könnte so in Richtung 1,17 gehen. Für Pizza Wolf hier. Schauen wir mal. 1,17,6 damit auf P5. Haut den Great Kitten raus und Black Panther jetzt auf dem Hot Seat. Der hier aber wieder langsamer ist als seine Zeit mit den Harten. Ist easy. Schon verlassen. Okay. Big Panther kommt hier nicht auf. Sinne, der ist immer noch 18,3 Hot Seat. Und es wird nicht einfacher. Und Timmy jetzt hier mit seinen angefahrenen Reifen fährt er schneller. Und setzt jetzt eine 1,17,7, P6, weiter nach vorne geschoben. Neon, neue Schnellrunde, 1,17,3 mit den Mediums. Pave im zweiten Sektor, Marvin im ersten. Schauen wir mal, was Pave macht. Der ist hier nochmal mit den Harten rausgefahren. Bricht jetzt auch aus seiner Runde ab. Wird schon auf P9 zurückgefallen, weil. Timmy da wohl. Achso, nee, Pizza Wolf und Timmy, ja, stimmt. Neon hat sich auch weiter nach vorne geschoben. Nee, alles gut. So, Marvin, der ist gerade draußen. Wollen wir natürlich draufbleiben. Was macht Black Panther? Lässt ein bisschen weiter, schauen wir mal. Ist jetzt auch immer noch langsam. Also bei einer Minute, die in der Box sind, werden nichts mehr machen können. Epito jetzt auf den letzten Moment rausgefahren auf den Softs. Also der ist auch draußen, nach vorne fährt er, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob Black Panther jetzt hier noch eine Runde versucht jetzt anscheinend nochmal. Also. Marvin hier aber jetzt eine Sekunde langsamer als sein. Also, ich weiß nicht, was der Marvin macht. Geht er jetzt auf seine schnelle Runde? Anscheinend. Also, irgendwo scheint der Marvin das zu verhauen. Ich weiß nur nicht, wo. So, Great Kitten ist da mal schneller als seine schnellste Zeit. Der ist im. Black Panther ist schneller unterwegs. Pave. Ist auch schneller unterwegs. Mal schauen. Also Birdie ist auf jeden Fall raus. Dafür steht fest, der ist in der Box, kann nichts mehr machen. Jetzt geht es hier halt um die letzten Verbleibenden. Ich glaube, Great Kitten kommt da als erstes. Ja, so sieht's aus. Und verbessert sich auf jeden Fall.
Und bisher haben wir nur einen Softfahrer in den Top 10. Könnte jetzt der zweite kommen mit Great Kitten? Ja, die zweitschnellste Zeit. 1:17.4. Und damit Pave jetzt auf dem Hot Seat und Black Panther raus. Und ich glaube, Pave hat aufgegeben. Und El Pito jetzt mit 1:17.2. Neue schnellste Zeit. Black Panther 1:17.3. Pave gerade raus. Und Pave hat aufgegeben. Pave raus, eine Überraschung auf jeden Fall. Und jetzt kommt hier noch Marvin. Was macht Marvin? Ist ja auch raus. Also eine Überraschung haben wir schon mit Pave. Definitiv. Timmy auf dem Hotseat und auch Marvin ist raus. Auch Marvin verabschiedet sich hier in Q2. Was ist denn hier los? Zwei Top-Favoriten raus. Pave und Marvin raus. In Q2. Fahren nicht um die Pole mit. Was ist denn hier los? Unglaublich. Zwei Fahrer auf den harten Reifen haben sich qualifiziert. Nico und Camo. Uiuiui. Ui. Drei auf den Softs. Epito, Neon und Great Kitten. Neon sag ich schon. Falkberg und Great Kitten. Entschuldigung. Und ja. Fünf Fahrer auf den Mediums. Black Panther, Neon, Julian, Pizzawolf, Timmy. Und Pave und Marvin raus. Wer hätte es gedacht? Unglaublich. Marvin hat wohl keine Runde irgendwie hingekriegt. Keine gültige Runde nach seiner 1:21.3. Was war da los? Also ich... Wow! Hätte ich nie mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Oha, also wie gesagt, Pave und Marvin raus. Pave hier nur mit einer 1:17.9 auf den harten. Hat er sich verpokert? Hätte er vielleicht doch auf den Mediums rausgehen sollen? Hm. Und Marvin, was war bei Marvin los? Also, da hat er keine Runde richtig gesessen. Auch dann beim letzten Versuch. Und Timmy schreibt, ich glaub's denn, ich bin in Q3. Ja! Sauber, Junge! Aber, sorry, die größte Verwunderung ist eigentlich, dass Pave und Marvin raus sind. Und auch Greg Kitten schreibt, Motte schreibt, ja, ich auch, juppie. Eieiei, was war da los? Also, heieiei. Das ist ein Ding. So, die ersten Fahrer gehen raus und Epito auf die Mediums. Okay. Nico führt das Ganze hier an. Ich weiß gar nicht. Vor einem Williams auf jeden Fall. Hier ist immer noch ein Williams. Das ist der Epito, der dem Nico hier folgt. Danach ein Red Bull. Nico hat alle vorbeigelassen, also jetzt müssen wir mal kurz gucken, wer hier dann als erstes die Linie fährt. Dann dürfte das ja Epito sein, gefolgt von Pizzawolf. Ja, das muss man erstmal verdauen, was da gerade in Q2 passiert ist. Also das hätte ich jetzt absolut nicht erwartet. Ich denke, keiner hätte das so erwartet, dass die beiden... Der Weltmeister vom letzten Jahr und der WM-Führende dieses Jahr beide hier in Q2 rausfliegen. Und bis auf Camo sind alle draußen. Der Pito geht jetzt hier auf seine schnelle Runde. Aber natürlich wieder onboard mit. Der Epito hat sich entschieden, erstmal auf dem Medium seine Runde zu fahren. Da bin ich gespannt. Warum er das jetzt so gewählt hat, weiß ich nicht.
Ja, und hier der Endcurve ist natürlich auch noch so eine Sache. Der ist wie deutscher Motodrom. Also da einmal raufkommen, ist gleichbedeutend mit dem Abflug des Autos eigentlich. Also das ist schon... Der Pito hat da schon eine sehr, sehr enge Linie gewählt. Die auch gefährlich sein kann, aber... So irgendwie möglich, bringt natürlich Zeit. Und jetzt hier... Der gerade seine Runde auf. Das heißt, wir gehen auf den Pizzawolf, der eine fixe Runde fährt. Und der Peter geht jetzt auch in die Box. Wahrscheinlich die Reifen einmal richtig eingefahren oder so, keine Ahnung. Und Pizzawolf gibt uns hier die erste Zeit. Und es wird ein 1:17:3. Aber ich denke, die wird nicht reichen, um hier am Ende die Pole sich einzuheimsen. So, Julian hier mit 1:16:3. Black Panther 1:16:5. Da kommt Nico. 1:15:8. Neuer schnellster Mann. Hier, da ist ein Great Kitten gerade gekommen. Die Runde war ungültig. Müssen wir mal schauen. Timmy jetzt hier im dritten Sektor könnte jetzt gleich kommen. Aber Falkberg kommt davor. Und setzt hier eine 1:17:1, ist damit Vierter und Timmy geht in die Box. Das heißt, wir haben gerade Neon, der noch keine Zeit hat, der gleich vielleicht hier über die Linie kommt mit einer gültigen Zeit. Camo jetzt auch rausgefahren. Das heißt, alle waren jetzt mindestens einmal auf der Strecke und Nico hier mit einer 1:15:8. Ja, absolute Bestzeit hier. 15. schneller als Julian und jetzt kommt Neon mit einer 1:16:3 auf den Dritten hinter Julian. Und da haben wir die geile Modder alias Great Kitten. Mit einer ungültigen Runde eben. Deshalb jetzt vielleicht im zweiten Anlauf. Ist, glaube ich, schneller unterwegs als vorhin. Also von der Zeit sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Die Frage ist, ob sie gültig ist. Das scheint mir aber jetzt nicht so gültig zu sein, die Runde. Irgendwie. Mal schauen, ob sie zählt. Und es wird 1:17:5 und sie zählt und damit ist er erstmal Siebter, also ist da nicht vorgearbeitet. Wurde als Siebter eben schon gewertet ohne Zeit, ist immer noch Siebter. Falkberg wird jetzt an die Box fahren. Neon, denke ich mal, auch Timmy ist jetzt nochmal rausgekommen. Epito hat auf die Softs umgeschnallt und Camo geht auf die schnelle Runde. Ja, und 1:15:8 zu 1:17:5, das sind 1,7 Sekunden, die da zwischen Nico und Great Kitten gerade liegen. Aber jetzt bin ich gespannt auf Camo. Und ob Julian und Neon da, die bisher am dichtesten dran sind an Nico, da auch noch einen draufpacken können. Und da dreht sich Camo, zu viel gewollt. Das heißt, ab in die Box. Und neue Flügel holen und dann auf den letzten Versuch hoffen, den er dann nur noch haben wird. Ja, da wollte er zu viel. Da ist er wirklich ans Limit gegangen und konnte das nicht mehr richtig kontrollieren. Die Mutter ist sehr langsam unterwegs. Wir gehen immer auf Timmy derweil. Wenn Camo in die Box fährt. Wir haben jetzt hier noch 5 Minuten 10 Sekunden. Und ich denke, dass vorne die... So ab der 4 Minute kann, rechne ich bestimmt damit, dass der ein oder andere rausfährt. Vielleicht sogar früher. Mal schauen. Aber wir kümmern uns jetzt um Timmy. 26,9 für den ersten Sektor ist gar nicht mal so schlecht. So, Timmy kommt jetzt hier, letzte Kurve gleich über die Linie.
Und Tonight 16-7 damit erstmal auf P5. Starke Leistung hier von ihm. Und da kommt der Black Panther raus. Auf frischen Softs. Das heißt, er wird die zweite Runde hier einläuten. Für Timmy wird es vielleicht ja zeitlich knapp, jetzt in die Box zu fahren. Vielleicht nochmal frische raufzusetzen, um dann nochmal rauszufahren. Und Camo folgt jetzt Black Panther für seinen letzten Versuch quasi hier auf die Pole zu fahren. Nico hat bisher eigentlich einen recht komfortablen Vorsprung da auf den zweitplatzierten Julian. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die da noch was draufpacken können. Und wenn die was draufpacken können, kann Nico das auch noch? Das bleibt die große Frage. Also der ist schon eine Q1, eine 1.15.8 gefahren, bin ich der Meinung. Wieso nicht eine 1.15.5 von Nico? Ich meine, bei dem Jungen ist alles möglich. So, Black Panther hat jetzt hochgedreht und geht jetzt hier gleich auf seine schnelle Runde. So, kann er noch schneller als 1.16.5.2.1. Kommt gerade ein El Pitu raus. Und jetzt geht's auch vorne los, Julian raus. So, 1.26.7 ist schon mal schneller als seine vorherige Zeit. Jetzt muss er das natürlich durch den Kurs tragen. Wird eine sehr enge Linie auch. Musste da, glaube ich, ein bisschen aufpassen, ein bisschen nachkorrigieren. Neon ist jetzt auch rausgekommen. Das scheint mir jetzt, wenn er die Runde gerade abgebrochen hätte. Deshalb gehen wir auf Camo. Auch Nico jetzt rausgekommen. Die einzigen, die nicht raus sind, Timmy und Falkberg. Die könnte es jetzt aber bald eng werden, wenn sie nicht rausfahren. Wenn er nicht bald Outlap steht. Camo hier einer weiteren Aufwärmrunde, wie mir scheint. Black Panther ist dann nochmal. Lässt jetzt der Camo Abstand. Also ist jetzt, wie gesagt, hier richtig spannend und eng. Und ich werde leider nicht überall sein können, weil es ziemlich schwierig ist, sich die Reihenfolge da zu merken, richtig, wer wo ist. Und jetzt durchgehen und sich das zu merken. So ein fotografisches Gedächtnis habe ich dann auch nicht. So kaum 1.46.9, aber da wird, denke ich mal, jetzt in einem zweiten und letzten Versuch noch was kommen. Und Falkberg wird nichts mehr machen können. Der guckt jetzt von außen zu und hofft, dass seine Zeit da irgendwie reicht, um da stehen zu bleiben, wo er ist. Mal schauen. Wie gesagt, Black Panther eröffnet das Ganze in seinem zweiten Versuch hier. Ist jetzt hier auf jeden Fall schon mal schneller ein Zehntel. Aber es reicht noch nicht da, sich vorne unter die Top 3 reinzumischen. Schauen wir mal. Wo bleibt die Uhr stehen für Black Panther 1.16.3? Es reicht für P2 und jetzt kommt hier Pitu, hat noch gar keine Zeit. 1.18.6, ungültig, abgewunken. So, Julian ist hier sehr langsam, das heißt, er hat aufgegeben. Wer ist das da vorne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher gewesen. Wer war das? Das war der Camo 1.16.3. Oha! Da setzt er sich auf P2 und auch wieder vor Black Panther. Julian abgewunken. Neon jetzt auf P2, 1.16.0. Ist da 2.10 rangekommen an Nico. So, Black Panther hat jetzt hier nochmal. Timmy hat noch die Möglichkeit. Pizza Wolf kommt jetzt hier gleich. Und Great Kitten auch. Schauen wir kurz Pizza Wolf. Wie mir scheint, hat Nico hier die Pole.
mit der 1:15:08 fährt jetzt auch gerade an die Box. Pitzer auf 1:17:04. Ist damit nicht schneller. Wurde abgewunken auf 8. Jetzt kommt Great Kitten 1:17:04. Ticket schneller, reicht aber nicht, um sich da positionell zu verbessern. Bleibt auf 9. Jetzt haben wir noch Timmy, der aber, glaube ich, langsam unterwegs ist. 1:18:04. Und Black Panther, der letzte, der jetzt hier kommt, aber hier nochmal ein... Ja, die KI vorbeilässt, also somit auch abgebrochen hat. Damit geht die Pole an Nico. Glückwunsch an ihn, an Team Haas. Neon Force auf 2 rettet hier Ferraris Ehre quasi. Mit P2, Camo auf der 3, Black Panther 4, Julian 5, Timmy 6, Falkberg 7, Pizzawolf 8, Great Kitten alias Motte auf 9 und Epito ohne Zeit auf der 10. Das ist unsere Startaufstellung hier in Ungarn. Und der Neon scheint die Strecke ein bisschen zu liegen. P2 hier in Ungarn. Nicht schlecht. Sonst meist immer so auf 3, ja, 4, 5 so mehr. Vielleicht auch mal 6, je nachdem. Also, wie gesagt, ich glaube, bei Neon ist das auch ein bisschen streckenabhängig, ob er da Top-Leistung abrufen kann oder nicht. Und mein Chat ist gerade weg. Ich sehe gerade gar nichts. Das ist natürlich auch mega nice. Das ist sehr cool. Da muss ich mal kurz hier. Wurde denn was geschrieben? Das ist hier die Frage. Uhr ist Start, das heißt, ich werde jetzt noch mal eine rauchen gehen. Das mache ich wohl, das schaffe ich wohl. Also, Jungs, wollte ich sagen, Jungs, Alter, was ist das für ein Wort, ey, Jungs. Jungs und Mädels, ich gehe jetzt schnell eine rauchen, 2015 ist Start, 21:15, Entschuldigung. Ich sehe den Chat wieder, sehr nice. Und wir hören uns gleich wieder.
So, ich bin pünktlich wieder da. Gleich geht's los. Circa Minute, auch nicht mal halbe Minute. Zack, da wurde nämlich schon gedrückt. Perfektes Timing hier von mir. Und Belloff ist am Start. Rauchen ist doch out, schreibt er. Erstmal moin moin Grüße gehen raus. Nein, Rauchen ist nicht out. Aber macht es trotzdem nicht. So, wir gehen jetzt hier in die Aufwärmrunde. Wir haben eine schöne Ansicht hier im Cockpit von Nico, der hier von der Pole startet. Im Haas hier heute einen Sieg einfahren kann. Ich glaube, diese Saison hat er noch keinen gehabt. Ich wüsste jetzt nicht, ob er das schon mal angefahren hat oder hat er. Bin mir ziemlich unsicher. Hat der schon einen? Auf jeden Fall ist Neon Force im Ferrari hier auf der 2, hat die Ferrari-Ehre gerettet einigermaßen. Dann Camo im Sauber auf der 3. Darauf folgt Black Panther im Mercedes auf der 4. Julian im Force India auf der 5. Starkes Qualifying hier von ihm. Genau wie vom Timmy im Toro Rosso. Falkberg im zweiten Sauber auch stark hier auf der 7. Pizzawolf auf der 8 im zweiten Toro Rosso. Also Toro Rosso, Toro Rosso. Nee. Red Bull, Entschuldigung. Deutscher Red Bull. Die beiden Williams hier auf 9 und 10. Great Kitten und LP2. Auf der 11 Renault mit Totti. Dann der Pave im zweiten Ferrari auf der 12 nur. Dann zwischen Pave und Marvin, der auf der 14 ist, ist Birdie auf der 13. Wie gesagt, somit Marvin auf der 14. Dann kommt im Force India Level Master auf der 15. RNQ, der leider da rausgeflogen ist beim Laden von Q1 Q2, ist jetzt hier auf der 16. Und Vettel auf der 17. Im zweiten Renault. Davon ganz hinten ohne Setup. Fahren und ERL Mesappe schreibt Good luck to Marvin und Camo. Okay. Ja, Marvin muss hier auf jeden Fall das Feld von hinten aufräumen und ach, wir haben die Reifen vergessen. Oh, verdammt, jetzt sehe ich ja hier gerade mal gar nichts. Jetzt habe ich natürlich den von Nico hier irgendwie. Und schauen natürlich erstmal auf die Positionsveränderung und schauen, dass wir eine bessere Kamera kriegen. Und da ist ein Toro Rosso sehr schlecht weggekommen. Und Neon kriegt vorne auch schon Nico. Neon hier mit einem richtig guten Start. Setzt sich erstmal auf P1. In der ersten Kurve sieht es relativ ordentlich aus. Ich habe nicht gesehen, dass sich da jemand weggedreht hat. RNQ hat hier schon drei Plätze gut gemacht. Great Kitten und Pizza Wolf tauschen auch gerade die Plätze, Timmy. Und es ist hier noch ein Durcheinander. Ein wenig. Und Pave kann sich noch nicht so weit da vorarbeiten, also nicht mit dem erhofften guten Start eventuell, den er sich da so weit ausgerechnet hat. Während Camo hier schon zwei Plätze verloren hat, von 3 auf 5 abgerutscht. Julian zwei Plätze gut gemacht. Neon und Nico haben vorne die Plätze getauscht. RNQ hat drei Plätze gut gemacht. Da hinten gibt es jetzt ein paar Getausche hier und wir sehen da keinen Flügelschaden. Ich dachte, ich hätte einen Flügelschaden gesehen. Aber es scheint noch, dass keiner hier einen Flügelschaden hat. So, Pave und Marvin jetzt hintereinander auf 11 und 12. Und ich weiß natürlich nicht, was da hinten die Fahrer für Reifen genommen haben. Auf jeden Fall scheint es hart, hart, hart von Pave, Marvin, Totti zu sein. Dann RQ, Birdie, Vettel mit den Mediums und Master mit den Softs. Also das ist aber, glaube ich, immer noch die außerhalb der Top 10. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müssten die das sein. Und da kommt die Attacke von Great Kitten gegen LP2. Aber LP2 bleibt vorne. Aber muss sich jetzt Pave geschlagen geben, der hier über außen versucht, auch am zweiten Williams vorbeizukommen. Da gibt es Doppelberührung. Erst innen und dann der Vordermann. Und Motte hat hier, oder Great Kitten hat hier mit Problemen zu kämpfen, muss jetzt auch versuchen, Marvin hinter sich zu halten. Was gar nicht so einfach ist.
denn die Pace von Marvin und Pace ist einfach mal höher, auch wenn sie auf den harten Reifen unterwegs sind, als die beiden Williams hier auf den soften. Falkberg ist hier dran an Timmy. Ich muss mal wieder auf das Ding umswitchen. Marvin auch dran an Great Kitten sowie Pave an El Pito. Also das ist ziemlich eng da. Und Marvin wird wohl von Great Kitten aufgehalten. Kommt da nicht wirklich vorbei. Was macht Falkberg jetzt? Er müsste ein bisschen zurückrudern. Der Nico verliert Zeit auf Neon. Jetzt ist vorbei für El Pito. Jetzt ist Pave vorbei. Und auch der Marvin ist an Great Kitten vorbei. Pave jetzt schon in den Top 10. Marvin noch außerhalb auf P11. Vorne Camo kann dranbleiben. Bildet sich schon eine 5er Gruppe. Da muss Tim ein bisschen abreißen lassen. Hat einen kleinen Rückstand. Aber noch ist das hier alles sehr, sehr eng beieinander. Und RQ hier gerade sehe ich. Will hier vorbei an Totti, der aber eben gerade die Inbahn hatte und jetzt hat sie RQ und ja, drückt sich da vorbei an Totti und ist somit jetzt 13. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich wirklich hinschalten soll. Aber Pave kann hier das ausnutzen, dass Marvin dahinter Epito jetzt festhängt. Aber ich denke, da wird von Marvin gleich die Attacke kommen. Mal auf die vorne hier kurz einmal schnell. Und die gehen jetzt gleich in den DRS-Bereich. Ja, ne, jetzt wird ja erst aktiviert. Ne, ist schon aktiviert, sorry. Das heißt, würden jetzt vielleicht Attacken kommen. Ne, deswegen hinten zu Marvin, der hier auf jeden Fall Epito attackiert. Aber Epito hält gut dagegen. Aber Marvin trotzdem vorbei. Und auch hinten RQ versucht sich hier an Great Kitten vorbeizuhauen und Totti. Wo ist Totti? Totti hat da Plätze verloren. Totti hat einige Plätze verloren gerade. Da gab es so einen kleinen Fehler und RQ ist an Great Kitten vorbei. So, Pave schon dran an Pizza Wolf und Marvin mit knapp anderthalb Sekunden dahinter. Und vorne, was macht Nico? Nico kann Neon folgen. Die sind alle hier innerhalb von einer Sekunde, alle fünf hier, die Top 5. Und zwei auf Harten hier unterwegs, einmal der Nico und einmal der Camo. Die halten das Tempo da mit. So, RQ jetzt auch an El Pito dran. Und Birdie hinten an Totti dran. Und da dreht sich Birdie weg. Da dreht sich der Birdie weg. Das heißt, wir gehen hier vorne mal drauf. Da passiert nichts. Was macht Pave gegen Pizza Wolf? Nix, weil der hat auch. Und Epito muss gerade den Platz an RQ abgeben. Somit nur noch 12. Und für Pave ist natürlich doof, dass Pizza Wolf da jetzt auch den Flügel aufmachen konnte. Kam somit nicht vorbei. Vorne langsam die drei hier und ui, Julian da mit einem kleinen Fehler und da muss er aufpassen, dass er da den Black Panther nicht abräumt beim Zurückkehren auf der Strecke. Das war schon, ui. Ja, muss er gucken, dass er sich da jetzt wieder fängt, wieder die Lücke ein bisschen schließt. Marvin ist jetzt auch am Pave dran. Hier hinten haben wir auch noch eine Gruppe hinter Great Kitten. Mit Vettel, Master, Totti und halt Great Kitten. Also langsam nach 5 Runden hier haben wir auf jeden Fall ja, so kleinere Abstände noch zwischen einzelnen Gruppen, die sich hier bilden. Und Marvin könnte hier Pave angreifen, aber wie gesagt, der wird genau wie die davor alle Flügel haben. Flügel haben sie sowieso, aber die Flügel aufhaben. Und hier bildet sich auch eine schöne 5er-Gruppe von 6 bis 10. Und Vettel jetzt vorbei an Great Kitten, weil der an die Box fährt. Nach 4 Runden mit den Softs.
Weiß nicht, ob es da einen neuen Flügel gibt. Bleiben wir mal kurz drauf. Ich möchte gerne mal wissen, ob er da einen neuen Flügel kriegt. Scheint nicht so. Scheint nur ein regulärer Stint zu sein auf den Mediums. Pave versucht hier weiterhin an Pizzawolf vorbei zu kommen, aber der ist an Falkberg dran und somit hat er auch DRS offen. Und das wird dann halt auch schwer für einen guten Pave. Und Levelmaster hier gerade mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Aber Pave und Marvin können natürlich länger draußen bleiben als alle, fast alle anderen, die vor ihnen sind, bis auf Carmo und Nico. Und Carmo muss jetzt zusehen, dass er vielleicht am Black Panther vorbeikommt, weil der lässt da schon gerade eine Lücke entstehen. Aber kann sie jetzt ein bisschen wieder zufahren, weil Julian da einen Fehler macht und der hat jetzt die Lücke. Aber ich denke, hier wird es auch wieder nicht zu einer Attacke kommen, es sei denn vom Black Panther hier gerade gegen guten Julian, aber das reicht nicht. Und Pave jetzt hier neben Pizzawolf, Pave jetzt an Pizzawolf vorbei. Ja, Pito jetzt auch an der Box nach 6 Runden mit dem Soft. Das heißt, Falkberg und Levelmaster werden bestimmt auch bei kommen. Und auch Marvin ist vorbei an Pizzawolf. Nee, da gab es aber, glaube ich, eine Berührung. Gab es auch den Flügelschaden für Marvin? Nee, den gab es nicht. Also Marvin hängt wieder an Pizzawolf fest. Und Dave will sich hier gleich schon den Falkberg schnappen. Der jetzt auch langsam, glaube ich, Probleme mit seinen Reifen kriegt. Marvin muss da aufpassen, dass er sich den Flügel nicht kaputt fährt. Fährt er nämlich sehr dicht hinter Pizzawolf hinterher. Da der will dranbleiben. Vorne die Abstände bleiben einfach gleich. Also das ist sagenhaft hier gerade. Wir haben ja auf jeden Fall zwei Gruppen. Wobei Falkberg jetzt natürlich nach vorne abreißen muss. Probleme hat hier mit den Reifen und alle anderen hinter ihm aufhält. Und er fährt noch eine Runde. Uiuiui. Bin ich gespannt, ob die hier zu dritt an Falkberg vorbeikommen. Und sie werden zu dritt an Falkberg vorbeikommen. Das ist unglaublich. Drei Plätze in einer Kurve für Falkberg verloren. Somit Pave, Pizzawolf und Marvin an Falkberg vorbei. Und da kommt auch noch RMQ, der ist auch noch an Falkberg vorbei beim Rausbeschleunigen und Levelmaster an der Box nach 7 Runden. Und Falkberg hätte vielleicht an die Box fahren sollen, es wäre die bessere Option gewesen. Und Marvin versucht jetzt hier an Pizzawolf vorbeizukommen, immer noch. Schafft es einfach nicht, hier vorbeizukommen. Und jetzt hier auch ein kleiner Fehler von Marvin drin gewesen. Marvin muss gucken, dass sein Pizzawolf vorbeikommt. Denn hinter ihm kommt schon RMQ. Und VCL Tobi ist am Start. Moin, moin, Grüße gehen raus. Und der Pito jetzt mit einer Zeitstrafe. Ja, das könnte natürlich noch ein bisschen was ändern dann zum Schluss. Kriegt er nicht, leider nicht immer mit, wer hier genau immer eine Zeitstrafe kriegt, weil ab und zu achte ich da einfach nicht drauf. Finde ich auch persönlich ein bisschen spannender, nicht zu wissen, ob da jemand noch eine Zeitstrafe hat, ob das dann noch was verändert. Und Marvin jetzt wieder mit dem Versuch an Pizzawolf vorbei. Und Pizzawolf geht hier auf die Kampflinie. Marvin über die Außenbahn vorbei an Pizzawolf. Verbremst sich da aber jetzt. Das heißt, Pizzawolf wieder vorbei. Nee, Marvin jetzt. Nee, doch. Pizzawolf hält sich vorne. Jetzt hier aber Marvin auf der Innenbahn, jetzt aber gleich über die Außenbahn. Schafft es nicht vorbei an Pizzawolf. Bleibt dahinter hängen. Und Pizzawolf gleich in der nächsten Runde hat auf jeden Fall keinen DRS mehr. Denn er ist rausgefallen aus dem DRS-Bereich von Pave. Das heißt, Marvin hat gleich die Chance. Ah, ist natürlich ärgerlich für Marvin persönlich, dass er hinter Pave zwar eigentlich so gesehen ist, aber wenn Pave jemanden überholt, muss Marvin quasi fast schon warten, bis Pave da endlich weggezogen ist, damit Marvin es halt auch leichter hat, den vor ihm zu überholen, weil der sonst ja auch das
der es frei hat und den Flügel aufmachen kann. Und oh! Oh! Ich hab's nicht mitbekommen. Nico ist an Neon vorbei und Camo ist raus. Da steht Camo. Ui! Ui! Die nächste große Überraschung hier. Camo ist raus nach Pay von Marvin im Qualifying. Camo jetzt raus. Uiuiui. Ui, ui. War richtig gut dabei eigentlich. Und Neon? Was war da los? Warum hat er den Platz an Nico verloren? Und warum verliert er gerade allgemein Zeit? Also ERS hätte er noch. Weiß gerade nicht, was bei Neon Force los ist. Gibt's da Probleme beim Ferrari-Piloten? Und der Pitu an Falkberg dran mit seinem Teamkollegen zusammen. Und RMQ will jetzt hier auch an Pizzawolf vorbei. Ist auch richtig gut unterwegs hier. Ja, auch schon 7 Plätze gut gemacht. Jetzt könnte die Attacke hier kommen von RQ. Marvin mit der neuschnellsten Runde, 1.20.493. Der pusht jetzt und Pave ist vorne an Timmy dran. Aber für RQ reicht es hier an dieser Stelle noch nicht. Aber jetzt vielleicht. Über die Außenbahn will er es versuchen. Jetzt natürlich die Innenbahn. Somit den Vorteil. Aber Pizzawolf lässt nicht locker. Und jetzt ist er vorbei. Und Marvin mit der Zeitstrafe. Und Timmy ist raus. Da stand er gerade. Timmy raus. Ah, auch er war so gut unterwegs. Wieder Pech an den Hacken. Wieder raus für Timmy. Und RQ ist vorbei an Pizzawolf. Ist auch in dem Moment. Und Pave und Marvin schon auf 5 und 6 vorgefahren. Und Pave und Marvin haben jetzt aber eine Lücke von 5,5 Sekunden, die sie da irgendwie zufahren müssen. Auf die Top 4. Eieiei, Timmy raus, Camo auch schon raus. Oh, und Julian hat da gerade den Neon Force überholt. Was ist denn da los bei Neon Force? Also der schwächelt jetzt ganz schön. Nach richtig gutem Start und ja, P1 in der ersten Kurve schwächelt er jetzt richtig rum. Julian ist jetzt auf P2. Nico konnte da schon auf 2,5 Sekunden rausfahren, weil Neon da ein bisschen schwächelt und die anderen aufgehalten hat. Und hat jetzt den Black Panther hinter sich. Und Greg Hinton hat hier gerade versucht, den Epito zu überholen, hat aber nicht funktioniert. Und wir gehen hier nach vorne. Kampf ums Podium. Und Nico kann sich da jetzt mittlerweile absetzen. Brechen die Reifen gerade ein. Bei Neon Force. Auf jeden Fall hat Neon Force jetzt wieder den Flügel, den Black Panther auch hat, und somit wird sich Neon Force wahrscheinlich verteidigen können. Die beiden Williams versuchen da Falkberg zu folgen und ihn vielleicht zu überholen. Marvin ist auch dran an Pave. Also die Duelle kommen wieder. Und die beiden schließen auch so langsam aber sicher die Lücke nach vorne. Aber wie gesagt, Nico profitiert gerade davon, dass wohl seine Reifen gerade in Topform sind. Und die der Medium-Fahrer nicht.
Oh, okay. Also wie gesagt, Timmy, ich habe es nicht gesehen. Und Timmy schreibt auch gerade, dass Pave ihn überholt hat. Und hat sich irgendwie vor ihm gesetzt und hat dann wohl gebremst. Und dann ist, ich weiß nicht, also so wie Timmy schreibt, einfach gebremst. Also er scheint wohl einfach so gebremst zu haben, ohne, ja, ohne dass er es hätte müssen, wie mir scheint. Wissen tue ich es natürlich nicht. Und hier die beiden Renaults im Fight um Kampf, im Kampf 9, Platz 9. Und dein Frontflügel dann auch im Arsch war. Gut. Das ist natürlich bitter. Doof. Schade, Marvin jetzt hier mit der nächsten 3 Sekunden Zeitstrafe. Also Marvin wird wieder durch die Zeitstrafen einige Plätze verlieren, gehe ich von aus. Die beiden Renaults hier, Vettel und Totti, im Gleichschritt fahren sie hier und bin jetzt halt auch mal gespannt, denn ich denke, so ab Runde 16 werden die ersten Medienfahrer kommen. Und jetzt kommt schon der erste. Und es ist Black Panther, der hier wohl den Undercut auch versucht gegenüber Neon und Julian. Ja, das reicht für Neon hier noch nicht, beizukommen. Auch Pizza Wolf fährt in die Box. Ah, das heißt, die ersten Stops gehen jetzt doch schon los. Okay. Wie gesagt, kann ich so jetzt auch absolut irgendwie gar nichts zu sagen. Wie gesagt, man müsste das, glaube ich, sehen. Ich weiß nicht, ob du es aufgenommen hast. Und jetzt entstehen hier gerade wieder ein paar Zweikämpfe, auch durch Boxenstops natürlich. Und Birdie gerade an seinen Teamkollegen Pizza Wolf dran im Kampf um Platz 10. Aber Birdie wird nochmal reinfahren müssen. Der war nämlich noch nicht drin. Und mal schauen, was Julian und Neon Force jetzt hier machen. Beide an die Box. Geht doch ein bisschen. Ja, doch, Runde 16, ja. Kommt er hin. Das heißt, Pave und Marvin werden jetzt hier vorbeirücken auf 2 und 3 und der RQ fährt weiter. Was macht Vettel? Was wird Vettel hier machen? Der fährt auch weiter. Und Birdie? Der fährt auch weiter. Also, da vorne sind noch einige. Ja, was heißt noch einige, die stoppen müssen? Ja, doch, eigentlich schon, sind da vier Fahrer und einer wird wahrscheinlich gleich jetzt in der nächsten Runde eventuell sogar schon kommen. Und Black Panther jetzt hier vorbei an Julian. Ja, der Undercut von Black Panther hat richtig gut funktioniert. Vorbei an Julian und Neon Force hier an dieser Stelle. Also der Undercut war perfekt geplant hier von Mercedes und Black Panther. Das hat er richtig gut gemacht. Hat gesehen, er kommt nicht vorbei. Und hat dann einfach mal den Boxenstopp wohl eine Runde vorgezogen. Und somit vorbei jetzt auch an Julian und an beiden. Ist wohl dazwischen rausgekommen. Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich zugeben. Ist wohl dazwischen rausgekommen zwischen Julian und Neon Force. Also ist er im Sandwich geraten und hat jetzt sich halt auch den Julian geschnappt. Und somit hat der Undercut perfekt funktioniert. Und alle vor ihm müssen noch an die Box. Das heißt, jetzt müssen sie hier zu dritt eigentlich schon gut Stoff geben. RQ ist auch noch nicht reingefahren. Also der fährt hier noch. Während Pave und Marvin da 8 Sekunden Abstand zu Nico haben. Beziehungsweise 9 für Marvin. Julian kämpft aber sich den Platz wieder zurück. Hat sich den Platz von
Black Panther da zurückgeholt. Ist jetzt Fünfter. Und der Birdie ist mit der Zeitstrafe. 5 Sekunden. Rasen in der Boxengasse. Ist jetzt somit auch in die Box gefahren. Hier hinten haben wir noch den Kampf der beiden Williams-Piloten und Neon muss da ein bisschen abreißen lassen gegenüber Black Panther und Julian. Die beiden Williams-Piloten hier im Fight. Und Nico macht hier einen richtig sauberen Job. 8,5 Sekunden Vorsprung. Bei der Hälfte des Rennens hier, bei der Hälfte der Renndistanz. Und jetzt ist RMQ auch in der Box. Das heißt, die ganze Riege hier wird auf jeden Fall vorbeifahren. Tottel und Vettel vielleicht sogar auch noch. Jetzt schon die Harten drauf. Vettel geht in die Box. Tottel kommt jetzt hier gerade über die Linie. Und RMQ darf jetzt Gas geben und Totti ist vorbei an RMQ, aber Totti wird noch in die Box fahren müssen. Und Panther bleibt hier aber dran an Julian. Können so halbwegs den Neon da abschütteln. Aber wenn die beiden weiter fighten sollten, dann kommt er wahrscheinlich wieder ran. Vettel kommt hier knapp in der Master raus. Der nochmal in die Box fahren wird. Der Pitu konnte sich davon seinen Teamkollegen absetzen. Ist jetzt an Falkberg dran. Marvin gegen Pave. Aber Marvin, ich weiß nicht, also irgendwie scheint es nicht wirklich sein Tag zu sein bisher. Also klar, er ist jetzt gerade auf P3, aber er wird auch nochmal in die Box fahren müssen. Also die müssen hier weiterhin Gas geben. Haben auf Julian 14,5 Sekunden Vorsprung. Da müssen sie noch mehr rausholen. Ansonsten dann mit den Mediums halt richtig Gas geben. Wo sie es natürlich können. Steht außer Frage. Neon muss hier ziemlich abreißen lassen. Also ist schon fast 1,5 Sekunden hier weg von Black Panther. Während RMQ hier Druck auf Totti macht. Pay fährt an die Box. Pay fährt jetzt schon an die Box. Okay. Pave jetzt schon in der Box, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass er noch so, ja, vielleicht in der nächste Runde kommt. Das heißt, Julian wird jetzt hier gleich vorbeifahren an Pave, der jetzt hier schon wieder auf dem Weg raus ist, aber die Bagage wird jetzt gleich vorbeifahren. Auch der Neon. Und da hat RMQ den Totti geholt, weil der an die Box fährt. Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Das heißt aber auch, ich denke, dass Marvin und Nico gleich kommen werden. Pave bleibt hier hinter seinem Teamkollegen nach dem Boxenstopp. Das heißt, er hat jetzt aber die besseren Reifen und somit die große Chance, da richtig Dampf zu machen. Ich denke aber auch, dass sein Teamkollege ihn vorbeilassen wird. Oh, Julian hat sich gedreht. Ei, Julian hat sich gedreht hier. Bitter für Julian, war so gut unterwegs und dreht sich jetzt nochmal RMQ jetzt vorbei, hat sich jetzt die Flügel angefahren, damit ist das richtig gute Rennen hier von Julian vorbei, wird jetzt nochmal in die Box fahren müssen. Ist das bitter für Julian. Ein richtig gutes Rennen, selber versaut. So, und Marvin fährt jetzt auch noch eine Runde, also der bleibt länger draußen.
Marvin, Nico jetzt an der Box gewesen. Da kommt Black Panther. Da wird wohl der Nico davor bleiben. Hat der ja auch genügend Abstand. Auf Black Panther. Und jetzt natürlich auch noch die besseren Reifen. Und wird da, denke ich mal, gleich wieder wegfahren. So, RNQ mit einer 1.19.8.9.7. Letzte Rennrunde. Der Pito hier dran an Falkberg. So, wir schauen mal kurz. Also, Marvin wird wohl hinter Pave rauskommen. Ich glaube nicht, dass er da... Uiuiui, ich glaube nicht, dass er da genügend jetzt rausfahren wird. Er wird auch Zeit verlieren. Das war eine Aktion hier gerade von El Pito. Ein bisschen rustikal gegen den Falkberg. Und Neon und Pave haben gerade die Plätze getauscht. Ja, war abzusehen, muss man so sagen. Und El Julian jetzt natürlich an der Box. War abzusehen, dass Neon das macht, damit halt Pave hier weiter Zeit rausfahren kann gegenüber Marvin, der jetzt an der Box ist. Nico wird da jetzt gleich vorbeifahren, genau wie der Black Panther wohl auch. Schauen wir mal, wo wird Marvin rauskommen? Ist jetzt an der Box, kriegt jetzt die Reifen gewechselt. Nico ist vorbei, Black Panther, jetzt Startziel. Marvin hat die Mediums drauf. Black Panther ist auf jeden Fall vorbei, Pave und Neon auch. Marvin auf der 5. Marvin kommt auf 5 wieder raus. Und von hinten kommt jetzt RQ schon. Ist zwar noch ein bisschen weit weg, aber... So, das heißt, alle waren jetzt mindestens einmal in der Box. Und einige müssen auf jeden Fall nochmal wieder stoppen. Great Kitten macht jetzt gerade seinen zweiten Stop und hat hier gerade 5 Sekunden den Rasen in der Boxengasse gekriegt. Pave hier arbeitet sich an Black Panther. 6,5 Sekunden Vorsprung hat hier Nico vor Black Panther. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Wir haben hier 3 Duelle. Pave gegen Black Panther, Marvin gegen Neon und Falkberg gegen El Pito. Marvin macht hier in seinem Outlap gleich richtig Dampf. Und Nico mit der neuen schnellsten Runde 1.18. Ja, Julian, 3 Sekunden Zeitstrafe. Hier vor, was da 1.18 ist. Gucken wir mal, der Pave schafft es hier vorbei an. Weg Panther nimmt die Innenbahn, ist vorbei. Und Marvin vorbei an Neon. Gleich im Atemzug. Und Pave kann sich auch vorne halten, genauso wie der Marvin. Und hier Fightpacking El Pito in die Box. Das heißt, auch er wird hier wieder Blitze verlieren. Wahrscheinlich auch an die beiden Renault-Fahrer, die hier schon kommen. Und vielleicht sogar auch an Level Master, der auch nochmal in die Box fahren muss, der jetzt an die Box kommt. Aber dahinter Birdie und Julian. Uiuiui. Level Master ein bisschen aufpassen. So, Julian hier gegen Birdie, der auch den Flügel offen hat. Level Master wieder mit 5 Sekunden Stop in Goring Rasen der Boxengasse und Julian drückt sich hier an Birdie vorbei. Ein bisschen, ja, leckig hier das Ganze von Julian. Das war nicht unbedingt das angenehmste gerade, das zu beobachten, aber gut. So, Nico mittlerweile mit 8 Sekunden Vorsprung auf Pave. Ich denke, solange Nico da nicht jetzt einen großen Fehler macht, sollte das gelaufen sein. Marvin jetzt mit 1.18. 4.41. Neue schnellste Rennrunde. Ja, und Black Panther muss jetzt ein klein bisschen abreißen lassen. Ist natürlich für ihn zum Nachteil, denn Marvin drückt da von hinten schon. Und Level Master hat die Session aufgegeben. Ja, bitter. Da hat er sich wohl hier irgendwie abgeschossen. Da steht er. Ja, schade auch für Level Master hier an dieser Stelle. 3 Fahrer sind schon raus. 24 Runden gefahren, sind in der 25. Und Marvin jetzt dran an Black Panther.
und Greg hinten wieder dran an El Pidu. Und ich denke, dass keiner mehr stoppen wird. Wenn einer nochmal zum Boxenstopp reinfährt, dann wird es Falkberg sein, der hier auf 14 Runden alten harten Reifen ist. Das dürfte wohl der einzige sein, der eventuell nochmal in die Box fährt. Ansonsten eigentlich keiner mehr. Könnten alle durchfahren. Marvin jetzt an Black Panther dran. Das ist schon eigentlich eine starke Leistung hier von Marvin und Pave. Davon 12 und 14 auf 2 und 3 jetzt. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn... Oh, der Julian ist auch raus. Sektor 2, wahrscheinlich selbe Stelle wie sein Teamkollege. Hier nix. Wo soll der denn sein? Ach, hier irgendwo. Ah, da steht er. Hui. Da stand er, glaube ich, gerade. Bin mir jetzt nicht so sicher. Aber wie gesagt, nochmal um das Thema aufzugreifen: Pave und Marvin von 12 und 14 hier gestartet und jetzt 2 und 3. Ich meine, es wäre gewesen, wenn die beiden vorne gewesen wären. Ich glaube, der hätte Nico nicht so ein entspanntes Rennen. Und Tobi schreibt Gesundheit. Ja, danke schön. Das ist ein bisschen her, habe ich jetzt nicht gelesen vorher. Was machen ihr beiden Williams-Fahrreise? Ich will nicht zynisch sein oder sonstiges, aber das sieht so aus wie in der echten Formel 1. Die beiden Williams Gurken. Sorry, wenn ich es jetzt so in den Mund nehme. Gurken hinterher. Beide hier in Q3 gewesen, unter den Top 10 und jetzt auf 12 und 13. Und ich weiß eigentlich, dass die beiden das besser können. Aber anscheinend ist heute irgendwie auch ein bisschen der Wurm bei den beiden drin. Der Abstand vorne auf Nico hat sich so ein bisschen eingependelt. Knapp 9 Sekunden. Da schwankt es gerade ein bisschen drumherum. Pave kann Marvin auf Abstand halten. Black Panther musste auch abreißen lassen. Leon Force auf der 5. Ja, das sind größere Abstände. Also hier ist gerade ein bisschen Flaute, was Zweikämpfe angeht. Aber wir haben da einige, die relativ nah dran sind, um sich hier ins DRS-Fenster zu fahren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Marvin da noch eine 6 Sekunden Zeitstrafe hat. Also der 2x3 gekriegt. Das könnte auch noch interessant werden. Da muss er auf jeden Fall zusehen hier, da wegzukommen von Black Panther und Neon. Damit er den dritten Platz behält. Sonst muss er den eventuell abgeben. Und Great Kitten kann hier Pito weiter folgen. Also die beiden fahren ungefähr dieselbe Pace, kann man schon sagen. Und Marvin wieder mit einer 30 Sekunden. Also Marvin wird hier definitiv weit durchgereicht nach hinten noch. Da gehe ich ganz stark davon aus, das sind 9 Sekunden, die er mittlerweile hat. Und ui, da macht der Birdie einen großen Fehler und somit sind die beiden Williams vorbei. An Birdie. Und haben beide einen Platz gut gemacht. 11 und 12 jetzt. Aber nach vorne 7 Sekunden müssen sie auf Vettel da wieder gut machen. Das wird schwer. Und Marvin jetzt innerhalb des DRS-Fensters von Pave. Nico mittlerweile 9,5 Sekunden, also. Ja, wenn man nicht irgendwie kämpfen muss oder weiß, dass hinter wirklich hinter einem jemand ist, da kann man schon freier fahren, also da kann man sich das auch irgendwie einteilen und. Ui! Da ist Great Kitten gerade an El Pito vorbei, weil der wohl einen Fehler gemacht hat. Weil Birdie jetzt auch ganz dicht dran ist an El Pito. Und Fresher schreibt Mobbing gegen Williams. Ja, ein bisschen.
Die haben es auch nicht anders verdient. Wer so ein scheiß Auto hinstellt, Alter, mit einem richtig guten Motor eigentlich, ey. Mann, der ist von Mercedes, der Motor, ja. Also, kann ich verstehen, warum die so weit hinten rumgurken in der echten Formel 1. Das ist für mich absolut unbegreiflich. Wie ein Team wie Williams sich innerhalb der letzten Jahre einfach mal so massiv verschlechtert hat. Das ist echt schon massiv. Muss man einfach mal so sagen. Das ist schon nicht mehr feierlich. Also von Titelanwärter zum, ja, absoluten Schlusslicht der gesamten Formel 1. Also ich glaube, kein Team wurde öfter überrundet dieses Jahr als Williams. Und jetzt vielleicht die Attacken hier von Marvin gegen Pave. Ah, das wird, glaube ich, noch nicht reichen. Ja, zieht auch lieber nochmal zurück. Genau richtig entschieden. Und Totti ist jetzt hier dran an Falkberg. Der hier mit 18 Runden alten harten fährt. Gelbe Flagge Sektor 2. Scheint wieder irgendwas vorgefallen zu sein. Oder es war immer vorbeilassen. Nee, noch nicht, glaube ich. Jetzt richtig angezeigt wurde. Jetzt hier vielleicht die Attacke von Totti gegen Falkberg und ui. Ja, Falkberg hat da gerade ein bisschen rumgeleckt. Und Totti jetzt vorbei an Falkberg, ist jetzt auf P8. Aber Falkberg kontert jetzt. Aber schafft es nicht. Da wird der Totti vorne bleiben. Ja, so sieht's aus. Totti einen Platz gut gemacht. P8 jetzt. Ein Platz vorgekämpft und Marvin hier wieder gegen Pave. Der Flügel auf, aber Birdie jetzt an der Box, aber so richtig, ja, vorbei oder daneben setzen kann er sich irgendwie nicht. Falkberg gegen Totti. Bleibt auch spannend, weil Falkberg schon dran bleibt. Also klar, er verliert ein bisschen Zeit, natürlich, aber er bleibt trotzdem recht gut dran. Mal schauen, ob er jetzt vielleicht hier die Chance nutzt und ui, Marvin ist ganz dicht dran da an. Pave! Aber hier wird er nicht überholen können. Weil Marvin schiebt der Pave schon fast an, muss man sagen. Das ist sehr dicht und Falkberg wird wohl nichts haben mit der Überholung. Und der Pito muss auch ein bisschen abreißen lassen gegenüber Greg Kitten. Das heißt, wir bleiben hier vorne mal im Kampf mit P2 drauf, wo Nico mittlerweile auch schon 10 Sekunden Vorsprung hat. Das 6 Runden vor Schluss. Oder doch 5. Der Nico gleich über die Linie. Ist er schon über die Linie? Ne, jetzt. Gut. Das hier ist auf jeden Fall mit der spannendste Kampf, weil der gute Marvin muss auch da 9 Sekunden noch rausfahren auf Black Panther. Und auch diesmal wird es nicht reichen hier für Marvin. An Pay vorbeizukommen. Keine Chance für Marvin an Pay vorbeizukommen. Und Falkberg gegen Totti. Falkberg hier mit 20 Runden alten Harten unterwegs und wird das Rennen hier wohl auch damit zu Ende fahren wollen mit den Reifen. Was macht der Pito gegen Greg Kitten? Kommt da jetzt eine Attacke? Ja, ich glaube, das ist zu weit weg, um hier wirklich anzugreifen. Und hätte jetzt nochmal die Möglichkeit auf jeden Fall. Wir müssen jetzt über die Außenbahn. Ui, da gab es eine kleine Berührung. Zwischen den beiden Williams-Piloten. Ich denke, da wird auch sofort hier der Rennstall eingreifen.
Da ist bestimmt gleich ein Boxenfunk. Marvin kommt einfach nicht an Pay vorbei. Marvin hängt dahinter. Die beiden haben jetzt 6 Sekunden auf Black Panther. Aber Marvin braucht 9. Nico hat 10,5 auf Pave. Also Nico fährt das Rennen hier ziemlich solide sicher runter. Kann man nicht anders sagen. Tobi schreibt alles Taktik. Was meinst du jetzt alles Taktik? Das mit Williams oder? Ich weiß nicht, wann du das geschrieben hast, deswegen kann ich das gerade nicht so zuordnen. Und Marvin versucht jetzt erneut an Pay vorbeizukommen. Jetzt den Flügel offen. Jetzt saugt er sich so langsam ran, aber ich glaube, das wird schon wieder nicht reichen. Keine Chance hier gerade für Marvin vorbeizukommen. Also das ist schon ärgerlich für ihn. Im Falkbeck bleibt dann Totti dran. Also das wundert mich doch stark, dass Falkberg der erst ein bisschen Probleme hat. Aber kann natürlich sein, dass die Harten hier in ein Loch gefallen sind, was sie immer mal gerne tun. Also mit den Harten ist das dieses Jahr so eine Sache. Die fallen ab und zu auf den Strecken in gewissen Runden in ein Loch rein, wo man irgendwie keinen Grip mehr hat. Und ich habe schon wieder keinen Chat, ist auch wieder richtig geil. Wo man keinen Grip mehr hat. Und man da eigentlich recht Probleme dann auf einmal bekommt, so, weil man die Kurven auf einmal nicht mehr ganz so fahren kann, wie man es gewohnt ist, und dann irgendwann nach ein paar Runden dann auf einmal wieder bupp, hast du wieder vollen Grip. Das ist bei den Harten dieses Jahr auf jeden Fall sehr komisch, und vielleicht ist das jetzt gerade der Fall bei Falkberg gewesen, dass er da in ein Loch reingefallen ist, wo seine Reifen einfach nicht richtig gegriffen haben, und jetzt scheinen sie wieder zu funktionieren. Und Marvin versucht es erneut. Kommt wieder nichts vorbei an Pave. Also Marvin beißt sich hier heute die Zähne an Pave aus, aber so richtig. Und wir haben jetzt hier noch 2 Runden zu fahren für Nico und hier die vorne, die schon über die Linie gefahren sind. RNQ kommt an Neon Force ran. Auch hier ein Duell, was sich jetzt noch anbahnt für die letzten beiden Runden. Aber wir schauen natürlich erstmal hier vorne drauf auf Pave und Marvin. Wo Marvin sich weiterhin die Zähne ausbeißt. Also es ist nicht einfach hier, glaube ich, für Marvin. Deswegen wahrscheinlich auch die Zeitstrafe für ihn. Weil, ja, er einfach nicht vorbeikommt. Er versucht ja alles, glaube ich, um hier wirklich an Pay vorbeizukommen. Aber er schafft es halt einfach nicht. Hier in dem Teil bleibt er richtig gut dran. Ist da 2 Zehntel nur weg. Und dann, wenn es auf die Geraden geht, ja, holt Pay irgendwie den Hammer raus. Und ich glaube, das ist auch Pay sein, ja, gewollter Plan quasi, hier über die Runde zu sparen an ERS und dann jetzt hier alles rauszuhauen immer. Es ist, wie gesagt, eine clevere Taktik, da Ungarn schwierig zu überholen. Und auch jetzt wird es für Marvin wieder nicht reichen. Es wird wieder nicht reichen für Marvin. Der wird sich... Ah! Also klar, der wird sich massiv ärgern, dass er einfach nicht vorbeikommt an Pave. Und wie gesagt, der Rest der Strecke ist halt zu überholen recht ungeeignet. Und RNQ kam hier nicht an Neon vorbei. Und wir haben die letzte Runde. Das heißt, ja, für Marvin wird es jetzt hier richtig schwer, da nochmal irgendwie vorbeizukommen. Aber ich denke, das wird auch nichts. Und somit gehen wir auf Nico, der jetzt hier gleich die Ziellinie überquert als erster und hier den großen Preis von Ungarn gewinnen wird. Da vorne ist noch ein Williams, das dürfte der Great Kitten sein. Der will noch eine Runde fahren. Und ja, Epito wird jetzt hier gleich abgewunken. Und Nico gewinnt den großen Preis von Ungarn. Glückwunsch an ihn. P1 im Qualifying und dann...
den Sieg hier geholt. Nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten, aber das lag wohl auch an den Reifen. Pave auf der 2, Glückwunsch auch an ihn. Marvin auf der 3, auch Glückwunsch erstmal an ihn. Aber jetzt kommt ja noch Black Panther. Ist der vorbei an Marvin? Nein, es reicht nicht. Der hat wohl auch Zeitstrafen bekommen. Somit Marvin auf der 3, Black Panther auf der 4, da kommt Neon auf der 5, RNQ mit Zeitstrafen auf der 6. Da ist Neon Force sehr dicht rangekommen an Black Panther. Pizza Wolf wird auf der 7 hier über die Linie kommen. Totti dann auf der 8. Falkberg auf der 9 mit 25 runden alten Reifen. Den harten. Unglaublich. Da kommt er. Und schiebt ihn noch vorbei an Totti, weil der eine Zeitstrafe hat. Und Falkberg nicht. Somit Falkberg auf der 8, Totti auf der 9. Vettel, der Teamkollege von Totti im Renault hier im zweiten, auf der 10. Holt sich den letzten Punkt. Und Marvin holt sich noch hier noch die schnellste Rennrunde ab. Da kam gerade noch die Grey Kitten über die Linie. Und somit haben wir das Rennen hier mit 13 Fahrern beendet. Bei 17 Startenden. Und gehen natürlich gleich dann in die Interviews. Holen uns als erstes den Marvin on board. Wir wollen natürlich wissen, was da bei ihm los war im Qualifying. Also warum er das in Q2 nicht hinbekommen hat. Und ja, natürlich auch den Zweikampf, den es ja eigentlich über das gesamte Rennen zwischen ihm und Pave gab. Natürlich auch mal nachfragen. Aber erstmal natürlich zum Qualifying. Denn wie gesagt, Pave und Marvin raus im Q2, das war schon oha, wie gesagt, was wäre gewesen, wenn die beiden da vorne hätten starten können. Und wir holen uns natürlich als erstes den Marvin an Bord. Da ist er. Ja, das ist nochmal das Endergebnis. Und da ist der gute Marvin auch schon. Hallo. Der hoffentlich seine Audio mit einbezogen hat. Habe ich gemacht. Hat er gemacht. Das ist sehr gut. Dann, Glückwunsch zu P3. Starkes Rennen von dir. Dankeschön. Qualifying. Was verdammt nochmal war los mit dir? Also, das war ja... Hat heute irgendwie gar nicht gepasst, oder? Ich weiß nicht, was war da los? Erzähl mal, warum bist du nicht in Q3 gekommen? Ich habe jede Runde ungültig gehabt, aber ich glaube, das kommt, weil ich zu viel FIFA gespielt habe die ganze Woche, deswegen das war ein bisschen scheiße, okay. Aber okay. Also es hat mich ja doch schon echt gewundert, weil Q3 ging ja noch, also da war ja so, was man von dir kennt, einfach Standardzeit dahin gezaubert quasi und weiter geht's in Q2 und Q2 hart draußen gewesen, keine Runde hingekriegt, die 1.21 da oder was das war. Mediums draußen gewesen, gleich wieder reingefahren, nochmal auf den harten raus, wieder nichts hingekriegt. Also irgendwie, das schien mir schon so, ja, als wenn der Wurm bei dir in Ungarn drin ist. Ja, da war eine Kurve, die im ersten Sektor, die eine scharfe Linkskurve, die ein bisschen schneller ist. Und da bin ich jedes Mal zu weit rausgefahren. Keine Ahnung warum. Okay. Ja, das ist natürlich die Gefahr. An der Stelle, klar. Und dann musstest du ja von 14 starten. War jetzt nicht optimal. Klar, du hattest freie Reifenwahl, was vielleicht ein Vorteil ist, mit den harten erst zu starten und danach halt auf die Mediums zu fahren. Start war jetzt ja relativ normal, würde ich sagen. Also nach vorne, nach hinten nichts verloren. Da ging auch erstmal nichts. Aber wie war das? Also ich glaube, da war schon so ein gewisser Kampf, genau schon am Start mit dir und Pave, weil der ist ja auch von 12 gestartet. Und das hat sich ja eigentlich quasi über das ganze Rennen gezogen, auch wenn ihr nicht immer direkt hintereinander wart. Aber es war ja immer so, Pave hat jemanden überholt, dann kamst du hinterher, aber musstest warten, bis Pave wegfährt.
damit du überhaupt richtig die Chance hast zu überholen? Oder kam einem das nur so vor? Hast du da irgendwie schon ein bisschen gespart? Also ich muss sagen, ich bin sicher gefahren, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie mit jemandem crashen. Deswegen habe ich immer gewartet, weil lieber sicher, als wie wenn du dann gar keine Punkte mit nach Hause nimmst. Und deswegen habe ich immer ein bisschen länger gebraucht. War aber auch gar nicht schlimm, weil echt, also mein Rennpace war brutal gut heute, also mega happy. Ja, brutal gut hat auch Pave gegen dich verteidigt da die letzten Runden. Ich glaube, da hast du Ja. dir richtig die Zähne ausgebissen. Also, Ja, ich das war kann auch mir sehr, sehr schwer, aber ich wusste. vorstellen, wie ärgerlich das ist, da die ganze Zeit immer wieder anzulaufen und einfach nicht vorbeizukommen. Ich glaube, also ich habe es zwar nicht gesehen auf dem Dashboard oder sonstiges, ich glaube einfach, Pave hat das richtig clever gemacht. Also ich denke schon, er weiß, wie du wahrscheinlich auch, dass es auf dem Rest der Strecke halt schwierig ist zu überholen. Und hat wahrscheinlich dann immer schön ERS gespart, weil kommst ja sowieso nicht vorbei. Und dann auf der Geraden immer schön raushauen gegen deinen offenen Flügel, oder? Was denkst du? Ja, hat auf jeden Fall sehr gut gemacht. Wow. Ich habe immer gesehen, dass immer in der letzten Kurve ein bisschen weiter, um mehr Schwung zu holen. Und das ist auf jeden Fall, hat er gut gemacht. Aber hätte eh nichts gebracht, wenn ich ihn überholt hätte, weil ich hatte ja 9 Sekunden Zeitstrafen. Deswegen. Ja, apropos Zeitstrafen. Was? Also du bist ja jetzt nicht unbedingt ein schlechter Fahrer, aber deine Zeitstrafen versauen dir doch ab und zu auch mal deine Rennen. Du hast ja schon angekündigt, dass du dran arbeiten möchtest, aber hier in Ungarn hast du mal wieder 9 Sekunden draufgedrückt gekriegt. Ja, musst du, Ja, glaube ich, wirklich dran arbeiten, oder? Ist ja. das ist, wenn du von hinten kommst und du pusht ja mehr, das ist dann, dann machst du viel mehr, dann weiß ich, dann willst du alles benutzen, was da ist, und dann kommst du manchmal zu weit raus und dann ist das leider in dem Spiel direkt eine Zeitstrafe. Da Ja gut, konnte man dazu dann nichts gehören aber machen. neun Verwarnungen. Also das ist jetzt nicht gerade wenig. Ja. Da muss der 9 mal irgendwo drüber gefahren sein. Ja, ich sag ja, die besagte Kurve war immer mein Problem, die eine da. Wenn du da Okay. mehr links, bisschen weit und dann. Ja. Ja, vielleicht hättest du da auch ein bisschen safer fahren sollen. Nicht ganz so schnell. Ja, Weil aber ich bin zu weit. also in diesen mittleren Sektoren, also wenn es jetzt nicht gerade die Gerade war, hast du ja immer auf deine Vorderleute aufgeholt. Also es war ja nicht so, dass du da Zeit verloren hättest. Das stimmt. Aber ich bin zufrieden. Ich habe jetzt 16 Punkte mitgenommen. Ich habe, glaube ich, die schnellste Runde auch noch geholt. Ja, die hast du Glaube auch ich geholt. zumindest. Perfekt. Da bin ich mit zufrieden. Kannst du, glaube ich, auch. Bleibst, glaube ich, auch weiter WM-Führender. Und das weiß ich gerade gar nicht. Jetzt muss ich schnell mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ist denn die nächste Strecke? Habe ich gerade gar nicht vorher geguckt. Habe mich da gar nicht Aus vorbereitet Aserbaidschan. hier. Aserbaidschan. Ui. Ui. Der erste Stadtkurs. Ui. Ja, das wird ja interessant. Was sagst du? Ich mag die Strecke. Ich Du mag magst die sie. Strecke, also. Ja. Ich hoffe ja natürlich Ich mal, bin dass Bass. kein Regen kommt, weil ich bin sie im Regen gefahren und das ist absolut, das ist grausam. Ja, Auf Full kenne Wets. ich. Aber ich denke trotzdem, da wird es einige Flügelschäden geben. Wie sieht deine Taktik eigentlich aus für Baku, falls du vielleicht wieder sowas erleben solltest wie heute? Wird es ja in Baku recht schwer, wenn vor einem jemand crasht, ist es ja kaum möglich, irgendwie auszuweichen. Ja, da werde ich mich mehr aufs Qualifying konzentrieren. Ich glaube, das Qualifying mit das Wichtigste, weil da kann es sehr, sehr, ja gut, kannst schon überholen, aber da ist wenig Spielraum für Fehler. Wenn du einen Fehler machst, bist du weg. In der Box zum Beispiel. Das ist Im richtig, das ist Qualifying wird richtig. schon. Das stimmt. Ich denke auch, Wird dass auf wir jeden da Fall spannend. einige Flügelschäden sehen werden. Natürlich hoffe ich, dass alle gesund durchkommen, aber es ist nun mal leider so, dass der ein oder andere dann doch mal einen Fehler macht, kurzzeitig nicht aufgepasst oder sonstiges. Ja, dann sage ich nochmal Glückwunsch zu P3. Starkes Rennen auf jeden Fall. Da von 14 auf 3 zu fahren, ist nicht ganz ohne. Wir fragen uns natürlich, was auch los gewesen wäre, wenn du da vorne gestartet wärst. Wir werden es leider nicht erfahren. Leider. Deshalb bleibt uns nur auf Aserbaidschan zu warten, was da von dir und den anderen kommt. Und wünsche dir noch einen schönen Freitagabend. Genieß das Wochenende. Dankeschön. Wünsche ich dir auf Und jeden Fall auch und ja. alles klar. Okay. Ciao. Tschüss. So, das war der Marvin und wir holen uns den Pave.
der wahrscheinlich auch ein bisschen was zu erzählen hat, auch zu dem, ja, erst mehr oder weniger Fernduell da mit dem Marvin und dann natürlich auch dem direkten Duell in den letzten Runden. Und da ist auch der Pave. Der mich hört. Na, Ben, ich hoffe, dein Audio ist mit einbezogen. Jawohl, dann Glückwunsch zu P2. Starkes Rennen auch von dir, genauso wie von Marvin. Das habe ich mir auch gesagt. Der ist ja vor 14 gestartet. Hat somit ja auch einen Platz mehr gut gemacht als du und nichtsdestotrotz P2 für dich. Qualifying. Was war da los? Hast du ja Können wir dieselben überspringen, Probleme oder? irgendwie? Glaube Bitte? ich. Können wir doch überspringen, oder nicht? Wieso können wir Qualifying überspringen? Was war da los? Will ich natürlich wissen. Also dein Teamkollege hat so ein bisschen die Ehre gerettet mit P2, aber was war bei dir? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Neon heute so geglänzt hat im Qualifying, aber von meiner Seite kam da leider nichts Glänzendes. Nee, deswegen frage ich ja, du hast es versucht auf den harten, hat nicht ganz so funktioniert wahrscheinlich, wie du es dir erhofft hast. Und dann, ja, ich weiß nicht, bist du nochmal mit dem, du bist doch mit dem Mediums auch nochmal rausgefahren, oder nicht? Nee, ich habe eine Safe-Runde auf den harten gesetzt. Die war auch in Ordnung. Die stand ja auch bis zum Schluss. Und da bin ich mit in demselben Run noch eine gefahren, habe die abgekürzt. Und dann bin ich nochmal rausgefahren und habe noch zweimal abgekürzt. Also, ja, war schon, hatte was mit Skill zu tun, würde ich meinen. Okay, ja, ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich gewesen. Das war auf jeden Fall eine große Überraschung, dass du so wie Marvin raus waren, hat man nicht erwartet auf jeden Fall. Und dann durfte es ja von P12 ins Rennen gehen. Start war ja relativ normal, also viel vorgefallen ist, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt nichts gesehen, dass da großartig was vorgefallen wäre. Dein Start war halt normal. Vor dir, hinter dir, glaube ich, Ja, ich genauso. kann immer noch nicht starten, das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Ich sagte, ich gebe dir Unterricht, aber ist okay, du kommst ja nicht. Ja, wie gesagt, dann hattest du ja ein relativ ja, spektakuläres Rennen, weil du musstest ja immer wieder Leute überholen, um weiter nach vorne zu kommen. Hattest quasi auch einen Fernkampf erst mit Marvin, der ja immer nach dir dann die Leute irgendwann überholt hat. Ja, wie waren so denn die ersten Runden überhaupt da an den ganzen Leuten vorbeizufahren? Also ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt einfach war, weil es ja auch ziemlich lange, ziemlich eng war, dann wo auch Naja, das am DRS Anfang, aktiviert wurde. genau, am Anfang muss ich sagen, waren die harten Reifen, fand ich jetzt überhaupt nicht gut. Da dachte ich erst, was habe ich getan? Und die Leute auf Mediums und Soft, die kamen aus der letzten Kurve so gut raus und das ist nur die einzige Stelle, wo man überholen kann. Und ich dachte schon, ich komme hier niemals in die Punkte oder so. Aber dann so nach Runde 3, 4, wo dann DRS aktiviert wurde, dann ging es schon. War natürlich ärgerlich, dass das Feld so nah beisammen war. Weil die hatten, haben sich dann alle gegenseitig DRS gegeben und ja, wo soll man sich dann ransaugen, ne? Deswegen war ich ganz froh, als es sich dann auseinandergezogen hatte, da konnte man ein Auto nach dem anderen dann wegsnacken. Das hat ja dann auch Ja. ganz gut geklappt. Ja, dann irgendwann Marvin direkt hinter dir hat dann auch nicht mehr wirklich locker gelassen, auch nach dem Boxenstopp nicht. Und dann ging es ja die letzten Runden richtig ab zwischen dir und dem guten Marvin. War ja jedes Mal der Versuch da von Marvin, dich zu überholen auf der langen Gerade, hat es aber nie geschafft. Was war dein Geheimrezept hier heute? War es wirklich sparen auf dem Rest der Strecke mit ERS und dann einfach raushauen auf der Geraden gegen seinen Flügel? Also doch so, wie ich es mir gedacht habe. Wie gesagt. Ja, ich bin die Runde geschlichen und dann auf der Gerade habe ich alles reingeschmissen. Nur noch immer Ja. außen geblieben, dass falls er innen reingestochen hätte, hätte ich außen kontern können, weil die nächste ist nach links. Also, ja, er hat es Ja. ja dann nicht probiert, er wusste ja, dass er Zeitstrafen hat. Ich wusste ja auch, deswegen. Ja. Ja, aber trotzdem hat er sich doch die Zähne ausgebissen. Er wollte wohl trotzdem irgendwie vorbei, hat es aber wirklich nie geschafft. Wahrscheinlich auch, weil sein ERS selber auch ziemlich
niedrig war, was ich da zwischendurch mal gesehen habe auf seinem, ja, Lenkrad. Ja, es Deswegen. ging auch relativ schnell in die Knie, muss ich sagen. Also das war schon echt nicht schön. Ja, das glaube ich. Ja, nichtsdestotrotz hast du da auf jeden Fall dich gut durchs Feld gekämpft, Plätze gut gemacht, Zweiter geworden, war doch ein Ja. recht erfolgreich nach dem katastrophalen Qualifying, Hat Laune gemacht auf jeden Fall. Ist jetzt oder? cooler, als wenn ich jetzt auf P2 hinter Nico untergegangen wäre und dann mit 5 Sekunden hinter Nico ins Ziel gekommen wäre und keine Action Na, gehabt sag mal hätte. Also bitte das nicht hat schon untergegangen, Spaß weil ich gemacht. glaube, wenn du weiter vorne gelandet wärst, genauso wie vielleicht ein Marvin, ich glaube, dann Ach, wäre das auch ein bisschen anders Nico geworden, hat das Rennen. geschont heute. Das war Nico hat seine Strecke hier. geschont. Das war sein Rennen. Das hat er sich auch verdient, den Sieg. Er hat ja alles top gemacht. Der einzige eigentlich, wo Carmo das Qualifying natürlich auch hinbekommen hat, der einzige, der das Qualifying auf den Punkt gebracht hat, und dann hat er sich das Ding auch verdient. Okay, das stimmt, Punkt. klar, aber wie gesagt, ich glaube, das wäre trotzdem nochmal eine andere geworden, wenn da zwei andere noch vorne gestanden hätten. Sag ich jetzt einfach mal so. Also ich glaube Boah. nicht, dass es dann so einfach gewesen wäre für Nico, wie Wir es waren halt dann zu im blöd, Endeffekt ne? war. Hat Nico ausgenutzt. Das ist ja meist so, dass die Verfolger dann zu blöd sind. Ja, so ist das. Aber jetzt geht's nach Aserbaidschan, Baku. Schöne Strecke, erster Stadtkurs. Ja. Wie sieht dein Plan aus? Ich meine, da muss das Qualifying sitzen. Ansonsten wird es auch da wieder schwer, richtig zu überholen. Da gibt es halt auch nur ein, zwei Stellen, wo man es wirklich gut kann, gut machen kann. Also Leute, wenn man den Baku nicht überholen kann, wo denn dann? Ja, man kann schon überholen, aber es gibt halt zwei, drei Stellen, wo man es halt wirklich richtig gut machen kann, ausreichend Platz hat. Und falls man Fehler macht, dann nicht sofort irgendwie in der Bande hängt. Ansonsten wird es ziemlich schwierig, wenn der andere nicht mitspielt. Naja, zu meinen Favoritenstrecken gehört es auf jeden Fall nicht dazu. Also wird wohl eher ein Krampf wieder. Ich denke, Nico ist da relativ stark. Der hat mir schon eben eine Nachricht geschrieben, dass er sich sehr auf Baku freut. Ich werde ihn gleich fragen. Genau. Das ist sehr schön. Ja, aber trotzdem, also ich glaube, mit einer guten Qualifying-Position sollte da eigentlich schon was drin sein, oder? Glaube, besser als P12 wäre schon nicht schlecht, ja. Okay, lassen wir so stehen. Genau. Lassen wir einfach mal so stehen und wünsche dir noch einen schönen Freitagabend. Glückwunsch nochmal zu P2. Wünsche dir auch. Und ja, wir hören uns vielleicht nächste Woche. Jo, mach's gut, Silber. Jo, ciao. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Besser als P12. Und kommen wir jetzt zu Nico. Zum Sieger hier in Ungarn. Ich bin auch der Meinung, der hat letztes Jahr im 2018 auch in Ungarn gewonnen. Muss ihn gleich mal fragen. Da ist er auch schon. Hoffe, dass er mich hört. Hallo. Moin, einmal deine Audio mit einbeziehen, wenn du das noch nicht hast. Ja, ist an. Ah, hat er gemacht, alles klar. Ja, dann Glückwunsch zum perfekten Wochenende. Ja, danke. Oder perfekten Freitagabend, wie man es jetzt auch immer nennen will. Perfektes Wochenende wegen Formel 1. Qualifying, ja, war auf dem Punkt. Perfekte Zeit. 1:15, 8 in Q1 gefahren schon und dann in Q3 nochmal, kam keiner ran. Da ist er wieder einen aus dem Hut gezaubert, wa? Ja, also war ein schwieriges Qualifying, glaube für jeden. Die Reifen waren echt nicht so geil, vor allem die Softs. War echt schwierig, damit eine richtig gute Runde zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, Marvin und Pave haben ja gar keine Runde hinbekommen in Q2. Das ist in Q3, das war dann eine richtig gute Runde. Und ja, die zweite habe ich dann auch wieder weggeworfen. Also auch du wohl mit einem kleinen bisschen Problemchen auf dieser Strecke. Ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt da so ein, zwei Stellen, wo man gut und gerne mal die Kurve ungültig kriegt. Dann kam ja schon der Start und da hast du ja gleich schon verloren gegen Neon, der auf den Mediums unterwegs war. Lag es wirklich an den Reifen oder bist du einfach auch schlecht weggekommen?
Also ich muss sagen, ich habe eigentlich gehofft, dass Karma sich noch auf Platz 2 mogelt. Da der Unterschied zwischen Mediums und Hard ist schon am Start ziemlich krass. War mir eigentlich auch klar, dass Neon sich da auf jeden Fall vorbeisnackt. War dann war auch ganz okay der Start danach. Konnte dann die ersten 3, 4 Runden fast gar nicht mit Neon mithalten. Also da hat er echt gute Pace vorgelegt. Aber dann waren die Harten doch richtig gut. Ja, dann ist bei ihm irgendwas eingebrochen. Ich weiß nicht, ob es die Reifen waren oder halt sein, ja, seine Ressourcen. Auf jeden Fall ist er dann ziemlich schnell, ziemlich weit zurückgefallen. Dann doch. Somit hast du dann ja ab der, ich glaube, oh, lass mich lügen, ich glaube, sechsten, siebten Runde, glaube ich, die Spitzenposition wieder gehabt und konntest ab da ja das Rennen relativ gemütlich kontrollieren. Oder was heißt gemütlich? Ist nie gemütlich. Aber du konntest auf jeden Fall gut kontrollieren. Auch bis zum ersten Stint dann hattest du, glaube ich, schon 8 Sekunden dir rausgefahren, 8,5. Und konntest dann das mit dem zweiten Stint ja fortsetzen. Und konntest quasi, ja, versuchen, ohne Fehler da irgendwie durch den Kurs zu kommen. Aber ist immer nie so einfach, glaube ich, da wirklich in Anführungsstrichen alleine vorne wegzufahren, oder? Also für mich persönlich ist es immer eigentlich einfacher, wenn du jetzt keinen vor oder hinter dir hast, was erster oder dritter, vierter. Du kannst deine eigene Pace gehen und das nicht ist halt unter Druck gesetzt oder hast einen vor dir, kannst deine Bremspunkte dir nicht merken. Ja, also wo ich dann auf dieses Mediums gewechselt bin, habe ich die ersten 3, 4 Runden noch Vollgas gefahren. Was mir eigentlich heute am wichtigsten war, war dann keine Zeitstrafe zu bekommen. Hat dann auch geklappt. Was war das erste in dieser Saison? Ja, Ende war dann einfach ja, Vorsprung verwalten, bin kein Risiko mehr gegangen. Hat sie ja dann ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt. Mal noch eine Frage. Hattest du nicht letztes Jahr auch in Ungarn hier gewonnen? Mir ist so, als wenn du letztes Jahr hier auch gewonnen hättest. Kann sein, bin mir nicht sicher. Ich glaube, erster oder zweiter. Auf jeden Fall warst du ziemlich weit vorne, ja, das stimmt. Es scheint wirklich deine Strecke zu sein. Also Pave scheint recht zu haben. Es ist wirklich deine Strecke. Auch wenn du da immer so ein bisschen so, nein, ich doch nicht. Und also ich meine, das kommt von euch ja sowieso immer bei jedem Rennen so, nee, ich nicht. Also ich bin da ganz weit hinten und hast du nicht gesehen. Und dann am Ende gewinnt trotzdem irgendwie einer von euch. Ich meine, das ist ja auch nicht schwer abzusehen, aber scheint trotzdem heute echt deine Strecke gewesen zu sein. Da war ja alles. Vom Qualifying bis zum Rennen war ja schon echt solide, sauber gefahren, ohne Zeitstrafen natürlich, wie du es schon gesagt hattest. Also es war schon Ja, hat gepasst alles. sehr schön, das mitzuverfolgen da auch dann am Dashboard, weil wie gesagt, so oft hatten wir dich jetzt nicht drauf. Ich glaube, in den ersten Runden und dann in der letzten Runde. Aber wie gesagt, was will man einen Führenden zeigen, der so ja heute relativ dominierend gefahren ist und da keinen wirklichen Zweikampf hat? Da war es da hinten doch schon ein wenig spannender. Trotzdem kann man ja nur Respekt zollen vor der Leistung heute. Und jetzt kommt Aserbaidschan. Der erste Stadtkurs. Ja. Pave sagt, ist nicht so seins. Wir kennen das ja schon, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, ihr mit eurem Understatement und so. Kenne ich nicht, scheiße, und hast du nicht gesehen. Marvin sagt allerdings, ja, doch, Baku gefällt mir ganz gut. Könnte vielleicht was gehen. Was sagst du? Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du die letzte Saison Baku mitgefahren bist, aber da hatte ich schon eine kleine paar kleine Konflikte mit Pave. Hat er da das Rennen mit einer Zehntel Vorsprung gewonnen? Also, hab da ein bisschen was gut zu machen in dem Rennen. Und ist auch eine Strecke, die schon zu meinen favorisierten Strecken gehören. Da dämmert so leicht was, das stimmt. Das war echt knapp zwischen euch. Das stimmt. Aber ihr beiden habt ja sowieso immer ein paar Konflikte. Auf der Ja, Strecke, also der da gibt es spinnt ja manchmal trotzdem. ein bisschen. Ja, ich glaube, ihr nehmt euch da beide nicht so viel. Wenn ich da an Russland letztes Jahr denke. Dieses Jahr war es, glaube ich. Nee, dieses Jahr sind wir in Russland noch gar nicht gefahren. Ne? Dann war das letztes Jahr. Doch, das war diese Saison Russland. War das diese Saison? War das doch diese Und Saison? das war Russland und Australien, wo wir da unsere Aber ich glaube, letztes Jahr habt ihr euch Russland, glaube ich, Rennen auch versaut ziemlich haben. gehabt. Ja, Aber ist ein das bisschen ist so schwierig mit ihm bei. manchmal.
ist so bei ewigen Rivalen, die schenken sich halt keinen Millimeter. Und aber jetzt in Baku kann das halt dann schon, ja, ich sag mal, tödlich enden, wenn, ja, der eine dem anderen nicht genug Platz lässt. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr euch da genug Platz lasst. Zumindest für solche Strecken. Und ja, hab so weiter nix. War ein relativ ruhiges Rennen von dir. So viel konntest du, glaube ich, auch gar nicht erzählen. Muss auch mal sein, ruhiges Rennen. Die letzten Rennen waren ja schon Ja, genug natürlich, Action. natürlich. Vor allen Dingen ist das ja für einen selbst auch dann irgendwo, glaube ich, eine Zufriedenstellung, wenn man mal so ein Rennen dann auch hat und das gewinnt. Deshalb bist jetzt ein bisschen näher wieder vorne rangerückt in der Fahrerwertung. Und ich denke, dass du da weiter angreifen wirst. Deswegen bin ich gespannt, was in Baku passiert. Ich gebe mein Bestes, dass ich die beiden da noch ein bisschen attackieren kann. Wie gesagt, wir werden sehen in Baku. Und ja, wünsche dir somit quasi noch ein schönes Wochenende, schönen Freitagabend noch. Genieß das und Glückwunsch nochmal zu P1 zum Sieg, zum perfekten Freitagabend hier in der UFL für dich. Und ja, sag einfach mal Ja, ciao. dir auch, ne? Aus Jo, der Rennen. hau rein, ciao. Ja, das war der große Preis von Ungarn, das 9. Saisonrennen in der UFL. Und mit Nico haben wir heute hier einen absolut verdienten Sieger. Der war on point heute. On point im Qualifying, on point im Race. Auch wenn er da den Start ja mehr oder weniger verloren hat gegen Leon, aber der war halt auf den besseren Reifen unterwegs. Hat er sich dann aber nach ein paar Runden wiedergeholt, hat dann souverän das Rennen angeführt und ja, zu Ende geführt. Dann auch. Ohne Fehler, ohne Strafen vor allen Dingen. Was bei Nico jetzt ja auch nicht unbedingt immer gegeben ist, muss man ja leider sagen. Genauso wenig wie bei Pave und Marvin, die heute auf 2 und 3 gelandet sind, die einen richtig, ja, geilen Job gemacht haben, muss man ja auch mal so sagen. Von 12 und 14 da losgefahren, auf 2 und 3 gelandet, die beiden. Und sich durchs Feld da gekämpft und einige gute Fights da abgeliefert. Auch dann zum Schluss gegeneinander, wo es dann nochmal P2 ging, auf der Strecke, nicht auf dem Strecke, sondern auf der Strecke. Aber wir haben auch andere Duelle gesehen, die ja relativ spannend waren und das war ja 7, 8 Runden lang, war das Feld so eng noch beieinander, dass es kaum möglich war, da den Vordermann wirklich zu überholen. Dann haben wir eine schöne Dreierüberholung dagegen Falkberg gesehen, der natürlich 3 Plätze dadurch verloren hat, aber da sind Pave, Marvin und ich glaube der Pizza-Wolf vorbeigegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das alles auf der Startziel war schon recht nett anzusehen. Für den Falkberg natürlich nicht so schön. Aber ja, wir haben heute auf jeden Fall ein richtig geiles Rennen gesehen. Hoffe, ihr hattet Spaß zuzugucken, mir zuzuhören, meiner hässlichen Stimme. Hoffe, ihr hattet Spaß, es im Nachgang nochmal vielleicht zu gucken, euch das nochmal ganz anzugucken. Nicht als Live, sondern dann als Wiederholung. Und freue mich natürlich mega auf Baku, Aserbaidschan, nächstes Wochenende am Freitag dann 20:10 Uhr wieder hier. Wird spannend, weil, wie gesagt, Stadtkurs und Stadtkurse sind so gestrickt, Fehler werden nie verziehen. Ein Fehler kann gleich den Abschied bedeuten. Deshalb konzentriert und ruhig fahren, durchfahren, am besten ohne Flügelschäden. Das ist die halbe Miete für Baku und das Rezept, um eventuell dort zu gewinnen. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von allen, die zugeschaut haben hier live oder das im Nachgang geguckt haben. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag oder was auch immer, wann ihr das guckt, keine Ahnung. Ja, und sag jetzt einfach mal tschö mit Ö und tschö mit Ö und bis dann, Jan.